Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Wakana, einem neuen, großartigen Echtzeit-Tower-Defense-Card-Deck-Game, einem Fantasy-Echtzeit-Strategiespiel, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Es vereint diverse Elemente in sich und vor allem hat es sehr viele Gegner, die wir alle platt machen werden. Ich freue mich sehr, das Ganze im Rahmen einer Kooperation mit den Freunden von Team 17 oder Team 17, if you're from whatever. Und ich habe schon mal reingeguckt und die Singleplayer-Kampagne angefangen. Wir fangen aber trotzdem nochmal vorne an, damit ihr das so ein bisschen erklärt bekommt. Man kann das im Singleplayer spielen, man kann das aber auch online mit mehreren Leuten spielen. Und ich glaube, wenn man mal die Singleplayer-Kampagne vernünftig durchgespielt hat und das Spiel wirklich verstanden hat, dann ist es eine sehr, sehr geile Idee, online zu spielen. Und ich überlege, ob wir vielleicht nachher nochmal ein Online-Match machen. Ich kann auch im Verlauf des Streams 4 Keys verlosen. Das machen wir natürlich auch. Dann könnt ihr das direkt runterladen. Und vielleicht können wir in der zweiten Hälfte dann gemeinsam nochmal online spielen. Aber noch traue ich mich da nicht ran. Erstmal machen wir gemeinsam die Kampagne und machen hier direkt nochmal, ihr seht, die Ankunft habe ich eigentlich schon gemacht, aber wir machen es jetzt nochmal, weil ich glaube, dass ihr auch eine Menge lernen könnt. Und ich muss es ja eh erklären, deswegen lassen wir uns das nochmal gemeinsam vom Spiel erklären. Ich werde mich mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo ich am besten Platz nehme, hier so vielleicht. So. Wir sind in der Flipside angekommen, Herr. Aber ein Feind ist bereits auf dem Weg zu uns. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich werde euch bei jedem Schritt zur Seite stehen. Das machen wir jetzt gemeinsam, damit ihr das auch nochmal erklärt bekommt. Denn es ist viel. Unser Krieg um die Wakana beginnt jetzt. Das Wichtigste zuerst. Huch, jetzt haben wir es zweimal geklickt. Aber das ist jetzt tatsächlich alles noch basic. Erstmal Steuerung. So, kurz zur Erklärung. Das hier ist die Insel des Gegners und die scouten wir jetzt gerade. Und ja, das machen wir gleich. Und jetzt können wir mal so ranzoomen. Hat so einen wunderschönen Pixel-Look hier. Und dann sehen wir, okay, das ist... Ja, jetzt geht er alleine zurück. Tutorial. Okay, kommen wir gleich dahin. Jetzt sind wir auf unserer Insel. Hier oben links sieht man das auf dem Radar. Das ist der Rundenzähler, genau. Und wir beginnen jede Runde mit der friedlichen Phase. Das sieht man hier. Das ist hier oben, eine friedliche Phase. Da können wir nicht angegriffen werden und dann kommt danach die Kampfphase. Und da können Einheiten beschworen werden, die können dann auf uns losgelassen werden und da müssen wir uns dann verteidigen. Und wenn die Kampfphase vorbei ist, startet eine neue Runde. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich während des Tutorials überhaupt die Zeit habe, großartig nochmal abzuweichen und euch Dinge zu sagen, sonst machen wir das gleich nach dem Tutorial. So, das hier ist unser Hauptgebäude, das Herz unserer Basis und das müssen wir natürlich schützen. Das ist ja oft so, auch bei Tower Defense Spielen, es gibt dann immer ein Kerngebäude. Das darf auf keinen Fall zerstört werden. Sonst sind wir am Ende. Hier sind die Lebenspunkte, genau, des Hauptgebäudes. Eine sehr wichtige Anzeige, merkt euch das. Und genau, wir haben hier so verschiedene Gebäude. Und man kann natürlich mit der Maus drüber fahren, kann man sich anzeigen lassen, was es ist. Grundsätzlich ist es so, wir haben hier diese Türme. Das ist der Mutterbaum, hier ist das Giftstachel, was haben wir denn hier, lebendiger Hain. Das hier sind Stadtmauern, die sind natürlich jetzt in diesem Grafikstil sehr organisch, ne? Gibt wahrscheinlich auch unterschiedliche Fraktionen, bin mir gar nicht sicher, wo das dann auch vielleicht anders aussieht, aber das ist auf jeden Fall eine Stadtmauer. So, wir haben auch einige Economy-Gebäude und die geben uns Struktur und Mana. So, das sind diese beiden hier rechts. Zwei Ressourcen, die wir gleich noch kennenlernen werden. So, jetzt geht's los mit dem Karten, mit dem Deckbuilding-Faktor. Und zwar können wir jetzt... genau, okay. Zack, jetzt können wir erstmal einen Turm bauen. Jetzt haben wir hier diesen wunderschönen Todeslotus. So, und jetzt sehen wir, hier oben ist der Lotus. Wo der überall angreift, ne? Also wo wird der Schaden machen? Deswegen suchen wir uns natürlich einen schönen Platz aus. Irgendwo hier vielleicht in zweiter Reihe. Wenn ich ihn hier reinstelle, wird er natürlich relativ schnell angegriffen. Ich habe hier aber schon eine Stadtmauer. Das heißt, es würde Sinn ergeben, da seht ihr, da ist die Stadtmauer. Hier ist das andere. Also hier kann ich ihn gut hinsetzen und hätte dann hier ein ganz gutes Gebiet abgedeckt. Jetzt habe ich noch eine zweite Todeslotus. Und die schmeiße ich mal hier da auch hin.
So. Genau, hier gibt es noch Anweisungen des Tutorials. So, und jetzt bauen wir Mauern. Jedes Mauerstück, was wir bauen, kostet diese Ressource hier, die Struktur. Und das hier sind die Mauern. So, jetzt bauen wir mal Mauern. Und zwar ziehe ich die jetzt einfach. Das Tutorial sagt, ich soll 30 bauen. Ich baue aber ein paar mehr. Wir fangen hier an, ganz am Rande der Map. Und jetzt ziehe ich das natürlich einmal komplett durch. Warte, so in gerader Linie. Nee, so ist die gerade Linie. Und da ist unsere Mauer. Und das gleiche mache ich hier auch. Können wir eigentlich eine schöne Verlängerung der Linie machen. So, zack. Und so. Jetzt haben wir unsere Türme da geschützt. So, das ist die Spawnzone hier, diese lila Flammen. Und da kann man gleich in der Kampfphase die Gegner sehen. Die kommen dann da raus. Und ich befürchte, es geht schon gleich los hier. Die greifen uns gleich an. Genau. So. Wir sind aber nicht nur in der Situation, dass wir angegriffen werden und uns verteidigen müssen, sondern wir können natürlich auch aktiv werden und den Gegner angreifen. Das heißt, wir kommen wieder zu den Karten. Um selbst Einheitenkarten zu erhalten, müssen wir Kasernen bauen. Sowohl Kasernen als auch Wirtschaftsgebäude bieten starke Karten und Effekte in zukünftigen Runden. Okay. Merken wir uns. Scouten wir erstmal den Gegner. Das ist ja der Gegner. So, und wir sehen beim Gegner, der hat jede Menge Mauern. Das heißt, wir sollten vielleicht uns auf Einheiten konzentrieren, die wir in den Kampf schicken, die gut dagegen sind, Mauern zu zerstören. Oder gut dafür sind, Mauern zu zerstören. So. Das machen wir jetzt, genau. Also es gibt zwei Arten von Einheiten. Einige richten Schaden gegen Türme an. Das ist dieses Symbol hier. Und andere sind gut gegen Mauern. Und hier sehen wir, das sind die Mauern. Um zu sehen, welche Einheit wir durch eine Kaserne erhalten können, können wir deren Technologiebaum öffnen, indem wir mit der Karte über die Kasernenkarte schweben und Alt drücken. So, das machen wir einfach mal. Ich muss aber erstmal eine Kaserne bauen, oder? Sehe ich das richtig? Das ist hier Kaserne. Fuchsbau. Warte. So, erstmal das. Und dann sehen wir hier so, wie sich das quasi entwickeln kann, ne? Also das hier ist jetzt die Karte, die wir spielen. Da haben wir ganz viele Informationen. Sollten wir uns jetzt erstmal nicht abschrecken lassen. Die gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Erstmal sehen wir die Menge an Mana oder Struktur, die zum Spielen dieser Karte erforderlich ist. In dem Fall hier 45 Struktur. Hier, wir haben 513 Struktur. Wenn wir weniger als 45 haben, können wir die nicht spielen. So, Kartenname ist klar, die Karte heißt Fuchsbau. Dann haben wir die Lebenspunkte, die diese Einheiten hat oder das Gebäude hat. Das ist 650. Dann beim Bauen erhalte Hirschschein. Ja, das weiß ich nicht genau, wenn ich das. Ich krieg Hirschschein einfach. Und glühende Passage. Und wenn ich überlebe, bekomme ich 35 Struktur dazu. Aber vermutlich am Ende der nächsten Runde. Und beim ersten Mal überleben, bekomme ich die Karte 3 Schwanzfuchs. Also die Karte 3 Schwanzfuchs, die Karte glühende Passage und die Karte Hirschschein bekomme ich, wenn ich das jetzt hier spiele. Und dann kann man sich vermutlich hier noch so weiterhangeln. Guck mal, Hirschschein, ach so, warte, Hirschschein ist das, Schwanzfuchs ist, 3 Schwanzfuchs ist das und glühende Passage. Ah, okay, das sind ja einfach die nächstfolgenden Karten. Alles klar. Und die verzweigt sich dann zum zur Silberrückenechse und zum Mondlichthirsch. Also da kann man auch noch einiges weiterentwickeln. Genau, also das Ding ist wichtig. Jetzt bauen wir den Fuchsbau und wählen den Dreischwanzfuchs. Genau, also das hier, das haben wir gerade gesehen. Jetzt bauen wir den Fuchsbau und hier ist der Dreischwanzfuchs. Und da sieht man unten 14 Schaden die Sekunde gegen Mauern. Das ist das hier. 14 Schaden die Sekunde gegen Mauern. 4 Schaden die Sekunde gegen Türme. Das ist die Reichweite. Also Reichweite von 3 Feldern. Und er hat 3 von diesen Speed
Dreiecken. Das heißt, er ist die schnellstmögliche Einheit, denn es gibt nur drei Kategorien. Langsam, mittel und schnell. Und er hat 15 Leben pro Einheit. So, und den nehmen wir jetzt. Das heißt, wir bauen den Fuchsbau. Ich setze den mal hier nach innen. Da sollte der gut geschützt sein. Und wir wählen den hier. Die meisten Gebäude bieten bis zu 4 Karten und Effekte zur Auswahl. Durch die Beschwörung von Gebäuden erweitern wir also unsere Nachziehstapel. Und stärken die Wirtschaft. Ja, zu den Stapeln kommen wir gleich. Habt ihr gesehen, wo die Karte gegangen ist? Sie ist genau hier in unserem Ablagestapel. Das ist hier unten rechts. Wenn wir da draufklicken, sehen wir, hier ist der Fuchsbau drin in unserem Ablagestapel. Hier gibt es noch einen zweiten. Da kommen wir gleich zu. So, wir beginnen nun eine neue Runde. Erinnert euch daran, dass jede Runde mit einer friedlichen Phase beginnt, in der keine Einheiten erscheinen. Wir haben noch 18 Sekunden, bevor die Kampfphase beginnt. Okay. So, jetzt könnten wir theoretisch vielleicht sogar noch Mauern bauen oder so. Hat er jetzt nicht von mir verlangt, aber ich könnte jetzt die Mauern hier auch noch einfach verstärken. So, jetzt habe ich hier eine Doppelmauer. Wenn ich das jetzt hier auch noch mache. Ups. Das ist ein Doppelklick. So, hat das Tutorial jetzt nicht von mir verlangt, aber ich mache das jetzt. So, die Schlacht beginnt, wenn die Inseln zusammenstoßen, können Einheiten in den Spawn-Zonen erscheinen. Wir können nur von den Gegnern angegriffen werden, deren Inseln mit der unseren verbunden sind. So, hier oben sehen wir die beiden Inseln. So, und jetzt guckt euch das mal an, was das für Horden sind. So, und das ist das Geile an dem Spiel. Da kommt die andere Insel an. Guckt euch das an! So, während der Kampfphase können wir immer noch Karten ausspielen und Gebäude errichten, vorausgesetzt, wir haben die Ressourcen dafür. Unser Feind hat eine ziemlich große Armee aufgestellt. Wir sollten unsere Verteidigung durch den Bau von Grenzschützer verstärken. Dies ist ein Turm mit hoher Reichweite, der Einheiten aus großer Entfernung treffen kann. Das machen wir natürlich total gerne. Das ist hier diese Karte. Und der hat hier so farbige Linien auf dem Bild. Das heißt, die Karte ist temporär. Nach dem Spielen wird sie aus eurem Deck entfernt und wandert nicht in den Nachziehstapel. Ja, gut zu wissen. So, jetzt haben wir 3 davon. Jetzt pausiert dankenswerterweise das Spiel. Jetzt gucken wir uns mal an. Hier vielleicht in dem Bereich, in der Mitte, haben wir noch nicht wirklich eine gute Abdeckung. Also hier wäre vielleicht nicht schlecht. Hier haben wir nicht genug Platz. Das würde auch gehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier in der Mitte ein guter Platz ist für eine. Die andere gucken wir mal hier. Hier ist auch noch sehr frei alles. So wäre gut, denke ich. Und eine haben wir noch. Die packen wir hier hin. So. Und jetzt können wir noch neue Mauern bauen. Haben wir natürlich schon gemacht. Und es gibt einen Zauber, den wir haben, mit dem wir manuell angreifen können. Das ist hier dieser Zerschmettern-Zauber. Wir können alle 3 Sekunden einen kleinen Zauber wirken. Zack. Und das ist schon sehr sinnvoll. Weil man da manchmal auch so eine Situation hat, dass man irgendein Turm vielleicht nicht an den Gegner rankommt. Und dann können wir hier einfach ein bisschen zusätzlichen Damage irgendwo reinmachen. Sollte man ja auf jeden Fall mitnehmen. Guck, ich stelle mal dieses Effektgewitter hier an. So, unsere Türme fallen so langsam. Die Mauern. Aber die Türme, die regeln schon. So, hier können wir mal da hinten rein. Oh, 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 die Mauern fallen, ne? Jetzt gehen die auf unsere Türme, was schrecklich ist, aber man sieht auch klar, dass sich die Reihen des Gegners hier derbe ausdünnen. So, jetzt können wir schon gezielt einige mit dem Zauber rausnehmen. Kann ja immer mal sein, dass welche halt sich außerhalb der Reichweite meiner Türme positionieren. Das haben wir ja gerade gesehen. Was so die Reichweite ist. Und da ist dieser Zauber halt auch sehr gut, um einzelne Einheiten einfach wegzuspratzen. Weil das natürlich total nervig ist, wenn jetzt hier oben zum Beispiel so eine Handvoll Einheiten die ganze Zeit weiterballern und ich habe keinen Turm, der die treffen kann. Dafür ist das schon sehr sinnvoll. Das scheint hier auch der Fall zu sein. Kann man so einzelne Einheiten rausnehmen aus dem Spiel.
So, hier die beiden da auch, guck mal. Was ist los mit euch? Plopp. So, und die nehmen wir auch raus. Hier ist noch ein bisschen was. Ah, ne. Verzeihung. Ist halt keine... Können wir hier drauf drücken und sehen das? Ja, ihr seht, die sind komplett außer Reichweite von allem. Aber das war's, glaube ich. Wir haben ja schon gewonnen, oder? Müssen wir noch einen? Ne, das war's schon. Sehr gut. Nachdem wir diese Schlacht überlebt haben, hat eine neue Runde begonnen. Alle am Ende einer Runde noch lebenden Einheiten werden vernichtet, auf dass unsere Insel frei von feindlichen Einheiten ist. Macht euch keine Sorgen um zerstörte Gebäude. Solange unser Hauptgebäude überlebt, werden unsere Zauberer zu Beginn einer neuen Runde in der Lage sein, alles wieder zu beleben, was wir gebaut haben. Wichtig. Alle Effekte, die ausgelöst werden, wenn ein Gebäude überlebt, werden jetzt ausgelöst. Außerdem erhalten wir Struktur und unsere Mana wird aufgefüllt hier. Es gibt also frische Ressourcen. Genau. Das hier füllt sich schön auf, die Struktur. Die Gebäude unseres Feindes zu zerstören gibt auch Struktur, aber maximal 80 dann pro Attacke. Und das Mana wird jede Runde zurückgesetzt. Okay. Also 8 haben wir jetzt. Und jetzt kommen wir zu dem Schwanzfuchs. Dreischwanzfuchs, den wir ja ausgebildet haben. Erinnert euch daran, wie sie Fuchsbau bauten und Dreischwanzfuchs ihrem Deck hinzufügten. Jetzt haben wir ihn gezogen, Herr. Okay. Warum nutzt ihr nicht unser Mana, um Dreischwanzfuchs zu spielen und einen Angriff vorzubereiten? Das machen wir natürlich. Total gerne. Also, Dreischwanzfuchs. Habt ihr gesehen, wo die Karte gerade, die ihr gerade gespielt habt, gelandet ist? Sie ist hier im Deck. Im Ablagestapel. Gespielte Karten landen hier und Karten, die wir hinzufügen, landen auch hier, bevor wir sie ziehen können. Okay. So. Und der Stapel, aus dem sie Karten ziehen, ist hier. Das ist hier links, wie schon angekündigt. Das ist der Nachziehstapel. Da werden die gemischt und dann wird gezogen. Okay, aber da haben wir nichts drin, wie die Null uns ja auch treffenderweise hier verrät. So, wo wir dabei sind. Das hier ist eure Standardhandgröße, also 4. Das ist diese Information. 4 ist unsere Standardhandgröße. Solange der Nachziehstapel nicht leer ist, werdet ihr immer Karten ziehen, bis ihr so viele Karten in eurer Hand habt. Ne? Also wir können immer nachziehen, dass wir 4 haben. Solange wir haben. Das heißt, dass ihr nach dem Spielen einer Karte eine neue Karte ziehen könnt, Herr. Nun, wie bereits angedeutet, eure Standardhandgröße könnt ihr nicht überschreiten. Das wäre albern, aber vielleicht gibt es Mittel und Wege. Ja, vielleicht gibt es ja Mittel und Wege. So, erinnert ihr euch an die Einheitenkarte, die wir in der friedlichen Phase gespielt haben? Sie wird jetzt hier in der gegnerischen Spawnzone Einheiten beschwören. Diese rücken automatisch zu den Gebäuden des Gegners vor und greifen sie an. Das ist die Einheit, die die Wände hier, die Mauern platt machen soll. Einheiten, die wir beschwören, erscheinen immer auf jeder gegnerischen Insel, die mit unserer verbunden ist. Wir können die Schlacht auch hier oben auf der Minimap verfolgen, hier oben links. Das machen wir natürlich gerne. So. Jetzt kommen gleich unsere Viecher an. So, jetzt ist Kampfbeginn. Und da sind unsere Leute. Guck. Zu Tausenden kommen die da raus. Wir können das Schlachtfeld direkt beeinflussen, indem wir Angriffszauber spielen. Diese mächtigen Karten kosten Mana. Und damit können wir das Geschehen hier noch beeinflussen. So, das heißt, wir haben jetzt hier Giftsturm. Können wir auf die Mauern und Gebäude machen, um die zusätzlich zu schwächen. Das heißt, ich drücke mal hier auf... Ja, jede Hingabe hat ein einzigartiges Merkmal. Das Merkmal unseres Feindes ist, dass Scharfrichtereinheiten auf unserem Boden beschworen werden, und uns angreifen, wenn eines seiner Gebäude stirbt. Also, wenn ich das richtig verstehe, kommen die dann hier bei uns quasi hier raus. Und wenn wir nicht gut verteidigt sind, dann haben wir ein Problem. Aber wir sind ja gerade okay verteidigt. So. Unser Merkmal ist unter unserem Ziel aufgeführt, das heißt, hier ist unser Merkmal. Wir haben Segen als Merkmal, das bedeutet, Gebäude heilen 10 Lebenspunkte pro Sekunde. Ja, das müssen wir uns merken. Okay, jetzt können wir den Giftsturm einsetzen. Das können wir entweder hier rechts oder hier links. Grundsätzlich ist es mal egal. Es ist eine Frage, wie viel... Die sind hier näher beieinander, ne? Ich glaube, hier können wir dann mehr Damage machen. Setze ich mal hier ein. Und den anderen Giftsturm setzen wir natürlich dann hier auch auf der Seite ein, mit dem Turm, der noch beschädigt wird. So, jetzt gucke ich mal gleichzeitig, ob jetzt... Da! Guck mal, hier kommen die raus.
Das ist ja dessen Merkmal, die werden natürlich nicht alt werden. Wir hingegen haben uns jetzt hier durch die beiden Verteidigungslinien schon durchgekämpft. Der Turm hat's überlebt hier. Die sind hier noch am Kämpfen, aber hier rechts sind sie schon durchgebrochen. Oh, das sieht nice aus. So, in Malacha, der Schatten wird jetzt belagert. Und das sind die Typen, die der uns geschickt hat. Die sind natürlich jetzt nervig, aber kriegen wir hin. Die Karte ist natürlich super, die der hat im Grunde, weil wenn ich jetzt... Na, also man muss es ja mit Karten spielen. Ich kann nicht einfach Gebäude spammen, aber... Theoretisch, wenn ein günstiges Gebäude kaputt geht, was man in die vorderste Front gestellt hat, dann spawnen beim Gegner Einheiten. Das ist schon nicht so schlecht. So, wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel gewonnen. Sehr schön. Gibt es eine kleine Abrechnung noch? Was wir alles... Wie viele Einheiten wir getötet haben? Guck mal, 3735 Einheiten haben wir getötet. Und das ist jetzt vermutlich noch ein kleines Spiel gewesen. Also das wird richtig wild werden. So. Du hast einen neuen Profilhintergrund freigeschaltet. Genau, den haben wir, haben wir das nicht, glaube ich, schon? Oh, glaube ich schon. Ja, können wir uns noch einen Titel geben. So, den nehmen wir jetzt. Dankeschön. Sieht sehr gut aus. So, und jetzt können wir die Kampagne weiterführen. Jetzt machen wir einfach mal Letzter Überlebender. Das habe ich noch nicht gespielt. Gucken, wie das jetzt wird. Learning by Playing. So, das ist unser Deck. Gewählte Hingabe ist Okkultismus. Was können wir da noch machen? Das sind die Karten, die wir haben. Also strenger Blick. Kaserne. Höllentore, ewiges Leben. Dämonenfeste. Das ist der, den wir eben auch hatten. Läuterung, Bekehrung. Kristallbrecher. Okay, das ist unser Deck. Ich kann das jetzt auch nicht ändern. Glaube ich, damit gehen wir rein. So, dann let's go. Spielen. Ja. Krieg ist niemals fair. Das gilt insbesondere in diesen Reichen. Herr, um unser ultimatives Ziel zu erreichen, ist es notwendig, mehr als nur einen Feind niederzuringen. Aber heute und dank meiner bemerkenswerten diplomatischen Fähigkeiten bleiben es bei nur zwei Feinden, denen wir uns stellen müssen. Ja, super. Und ja, ein Dankeschön wäre durchaus angebracht. Bereiten wir uns auf den nächsten Angriff vor. So, das ist unser Deck. Das ist ganz schön groß geworden jetzt auf einmal. Bup, 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 bup. So, lass mal gucken. Wir haben 370 von den Karten, von den hier, von der Ressource hier. Oh Gott, schon Kampf gewinnen. Lass uns mal kurz gucken. Kristallbrecher. Läuterung, strenger Blick, Dämonenfestung. So, das heißt, wir bauen mal nobler Dämon Höhlentore. Erhalte Glockendämon. Kriegen wir die Karte Unheiliger Pakt. Unheiliger Pakt. Siehe mit raus. Da ist es die Karte. Zerstöre drei Karten. Erhalte Bau der Verzweiflung. Das ist Bau der Verzweiflung. Das wird immer besser, ne? Kann man sich schon überlegen, ob man auf die größeren, wertigeren Karten spielt oder... Naja, wir werden sehen. Und was ist das hier? Nobler Dämon. Was kann der? Den finde ich irgendwie gut. Den will ich haben. Ey. Wir gehen jetzt mal auf Nobler Dämon. Und dann spielen wir noch strenger Blick. Guck mal, das ist ein guter Turm für die Mitte vielleicht sogar, oder? Hier so. Bob. Zack, dann müssen wir um den rum Mauern ziehen, weil wir müssen den schützen. So. Okay, Turm hat Mauern um sich rum. Was können wir noch spielen? Ewiges Leben, Bekehrung, Kristallbrecher. Das ist ein Angriffszauber, das ist ein Turm hier. Wo schießt der hin? Der schießt in die Richtung. Hier ist nämlich noch nichts. So, bam. Dann können wir nochmal... Welchen stellen wir noch auf?
Ach, die Kaserne müssen wir in dem Fall auch spielen. Die können wir hier einfach hinstellen. Und da machen wir Glockendämon ins Deck. Das ist ein Zauber, das ist noch ein, das sind zwei Türme noch. Und den Turm packen wir so hin. Okay, und wo wollen wir die Türme noch spielen? Eigentlich da, wo wir nicht rankommen, ne? So ein Turm ist ja eigentlich schon ganz geil, wenn der... so eine Mauer. Mauern finde ich immer super, wenn die sich auch regenerieren am Ende der Runde. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Baupotenzial. 22. So, es hat sich als erfolgreich erwiesen, erst einen Feind zu fokussieren und dessen größte Schwäche auszunutzen. Haltet euch nicht zurück. Okay, wir haben zwei Feinde, also wir sollten es vielleicht ja erstmal einen nach dem anderen. Das ist der Feind. Der hat ja auch direkt dicke Mauern am Spawnpunkt. Und der ist klein, aber hier könnte man relativ schnell durchbrechen. So, Kampf beginnt. Wir werden hier erstmal direkt komplett attackiert. Was sind das denn für Dinger? Kristalllabor. Ah, okay. So, wir können aber Angriffszauber spielen. Ah, nee, warte, ist das nicht doch? Das ist doch ein Zauber. Was ist denn, wenn ich den so spiele? Da, bam, geil. Hat gemacht. Oder auch nicht. Dann sind unsere Armeen. Dann haben wir noch... Oh, wir können auch eine Feste ausspielen. So, Sam, und machen mal... Okay, das kommt damit ins Deck. Glockendämon. So, wir müssen unseren Zauber hier mal nutzen. Den haben wir noch nicht genug genutzt. Der hilft uns ja auch. Oh Gott, die machen alles kaputt. Aber der Turm ist nice. Gut, dass wir den geschützt haben mit Mauern. Wie kann man einen Key gewinnen? Das machen wir gleich, wenn... Ich weiß nicht, ob Nikola schon zu Hause ist. Nikola kümmert sich gleich um die Keys. Und dann könnt ihr vielleicht noch eine Online-Partie direkt mitmachen. Oh, hier ist auch noch richtig Action. Oh, die hat was? Scharfrichter beschworen. Das ist ja frech. Okay, ich glaube, wir haben überlebt. So, Armee. Der ist richtig krass, der Glockendämon gegen Türme. Jetzt haben wir. Kann ich zwei Armeen raushauen, ja, ne? Was geht hier weiter? Was? Hier ist noch ein unbesetzter Streifen. So. Bam. Wir haben 339. Ich will die Mauern noch mal ein bisschen erhöhen hier. Insbesondere hier vorne. Hier darf ich jetzt hier bauen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ah doch, geht noch. Okay, hier, wir müssen unser Dingsbums noch nehmen. Lass mal gucken, wie es jetzt hier läuft. Da kommen nämlich... Sind das unsere Leute? Ich hoffe doch. Ja, die machen hier richtig... Guck mal hier. Die zerstören hier alles. Und auf der anderen Seite... Auch hier durchgebrochen. Das sieht gut aus. Also da ist kompletter Durchbruch. Wir müssen uns natürlich in erster Linie aber um uns kümmern. Ja, wo kann ich die Kaserne nicht bauen? Da. Und wir machen mal das. Bam. Bam.
Ja, man kann auch Leertaste, das stimmt. Es geht auch mit Leertaste, ja, du hast völlig recht. Stand auch im Tutorial. Ein Mausguy. So, warte, wie sieht das jetzt? Hier ist einigermaßen, wir kommen einigermaßen durch. Oh, geil. Da sind noch Leute. Da ist der Zauber. Weggeschrotet. So, wie sieht denn das hier aus? Die haben Schaden genommen in dem Fall. Leben zwar noch. Aber es war doch knapp. So, Armee spielen wir und wir haben 510, das heißt, also die Mauern sind schon mal echt gut. Dann lass uns nochmal die dicker machen. Die sollen hier so richtig abprallen eigentlich. Aber wir müssen aber auch, die Türme müssen natürlich auch noch rankommen irgendwie. So, was haben wir noch? Krieg ich den hier noch drunter? Nee, ne? Ah, doch, so. Bam, ein Turm. Wir können die zwei Armee noch dazu packen. Noch eine Armee dazu packen. Und so, jetzt machen wir den Kristallbrecher-Zauber hier. Die hoffentlich alle, jawohl, weggesnackt. Noch ein Turm. Oh, das ist der gleiche, den wir da oben auch schon haben an der Spitze. Wir könnten noch hier einsetzen. Den müssen wir dann aber auch mit Türmen schützen. Mach ich jetzt einfach mal. Muss aber direkt danach die Türme machen. Die Mauern. Wie soll ich mal Türme machen? Mauern machen, wollte ich sagen. Wenn wir den nicht schützen, dann ist der natürlich direkt weg. So. Jetzt haben die sich hier unten eingefunden. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Machen wir mal so. Das Gebiet hier auch. Und auch ab und zu mal unseren Zaubern benutzen. So, wie sieht denn das hier aus? Kommen die durch? Hier, die kommen doch super durch. Guck mal. Die machen dem hier alles kaputt. Und die gehen direkt ran an den, an die Base hier. Guck. Und wie sieht das hier aus beim Feind? Oh, das ist okay. Ah, ne, die sind auch durchgebrochen. Der hat noch, hier, Lysandra hat noch eine Verteidigungslinie. Die anderen sind durchbrochen. Das ist gut. Schnell wieder nach Hause. Wir bauen, können wir noch eine Kaserne bauen? Ja, und wir nehmen nochmal Nobler Dämon. Spielen den direkt aus. Und der müsste jetzt eigentlich zweimal ausgespielt, also wenn ich das Spiel jetzt richtig verstehe, dann müssten die doch hier noch rauskommen, die Jungs. Und dem den Rest geben. Jetzt, obwohl die Sekunden ist vorbei. Warte, warte, ist jetzt down? Der ist down. Und der nimmt auch richtig Damage. Aber er hat's überlebt. Aber der andere müsste aus dem Spiel sein jetzt. So, wähle eine Karte als Belohnung. Verbesserte Infrastruktur, zerstöre 100. Von der Währung für eine Karte. Plus 7 Mana, erhalte 5 zufällige Zauber. Alle zerstörten Gebäude werden wieder aufgebaut. Kann ich das im Spiel wahrscheinlich dann ziehen? Ist natürlich nicht schlecht, ne? Wenn man. Boah, das ist ja eine mega mächtige Karte. Funktioniert die wirklich so, wie ich mir denke, dass sie funktioniert? Das heißt, kann ich dann, wenn kurz bevor alles vor die Hunde geht, wird alles wieder aufgebaut? Ist das for real? Ja, wir spielen gerade die Kampagne, aber wir werden nachher noch ein Multiplayer-Match machen, weil das Spiel bietet beides. Es bietet eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne, um das Spiel mal zu lernen. Und dann kann man online, ich glaube, mit bis zu 30 Leuten spielen oder so. Das ist wirklich wild. Ich nehme jetzt mal, also die scheint, wenn die so funktioniert, wie ich mir das denke, muss sie doch total mächtig sein, die Karte. So, jetzt wird erstmal alles hier wieder aufgebaut. Beim Feind leider auch. Der andere ist hinüber. Und wir bauen nochmal hier, was haben wir denn? Kaserne. Glockendämon, geil. Dann noch eine Kaserne.
Glockendämon, die müssen wir auch alle spielen, ne? Zack, eine Armee aktiviert, nächste Armee aktiviert, sehr gut. Dann machen wir den Turm, nehmen wir noch mit rein. Bam, dann Angriffszauber ist der Kristallbrecher, das machen wir gleich, wenn die sich formiert haben. Oh ja, das ist noch ein zweiter von denen. Den setzen wir einfach hier hin. Und müssen jetzt aber da eine Mauer drum bauen, sonst macht der einfach nicht lange. Jetzt snacken wir den weg. Den müssen wir schützen, von hinten auch. Okay. So, der ist jetzt ein bisschen geschützt. Dann machen wir jetzt das. Kann man den eigentlich auch drehen? Ich glaube nicht. Dann da. Sehr gut, die sind weggefegt. Zwischendurch immer mal wieder den Zauber machen. Jetzt kommen hier sehr viele von der Seite. Dann machen wir einmal den hier. Der ist auch geil. So, ist genau vor der Mauer. Seine Wirkung, das ist super. Dann machen wir... Ja, hier wäre vielleicht besser. Aber hier kriegt ihn nicht mehr hin. Und hier wird er nicht lange überleben. Der wird nicht lange machen. Da ist alles abgedeckt. Und wenn, müssen wir hier irgendwo hin. Hier vielleicht. So, da können wir noch ein... Sehr gut, jetzt können wir die... Yes! So, jetzt spielen wir die ganzen Armeen aus hier. Alter, aber die müssen doch jetzt hier richtig... Okay, die haben wir gerade ausgespielt. Alter Schwede. Ja, komm, das schaffst du nicht. Das kannst du überhaupt nicht schaffen. Wir mit die ganzen... Guckt euch das mal an. Ja, das war's, GG. Das kannst du nicht schaffen. Obwohl, das sind so relativ wenige Sekunden nur noch. Guck mal, da sieht man eingehend von Nils, wie viele Armeen wir haben. Das nähert sich gleich den 2000 Leuten. Und wenn wir jetzt hier noch eine Bresche schneiden in die Stadtmauer, dann müssen die durchfluten können. Wir müssen natürlich jetzt bei uns auch ein bisschen aufpassen. Aber noch halten hier unsere Wände. Aber kann man den Turm drehen? Da habe ich noch nichts von... Man kann den nicht drehen. Wie sieht es denn hier aus? Hier so vielleicht. Da müssen wir dann aber auch noch einmal einzäunen, den Turm. Jetzt ist der zu schnell hinüber. Mauer. Oh, da ist gleich ein Feld. So. Ah, der ist schon kaputt, ne? Oder ne? So, warte. Dann können wir mal wieder hier. Ach, die sind hinüber. Hat er es überlebt? Wie hat er das denn gemacht? Also, wir haben erstmal einen Turm. Müssen hier ja eigentlich alle. Da noch ein Turm, dann wir haben super viele Mauern, das ist gut und wichtig. So. Zum Geld machen wir die Mauern. Und dann, was haben wir denn noch? Die Kaserne. Ja, die müssen wir aber auch gut. Die machen wir hier. Machen den Dämon und die Kaserne müssen wir schützen, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Dass sie da nicht so einfach reinkommen. Okay, dann lass uns machen. Eine Kaserne. Glockendämon. Und jetzt
Machen wir den Turm. Der muss auch kurz einmal mit Mauern geschützt werden. So, dann jetzt zack, der nächste Dämon. Dann machen wir hier den... Den machen wir diesmal hier, den Zauber. Immer auch mit Space, nicht den kleinen Zauber unterschätzen. Und was können wir noch machen? Noch eine Kaserne für Einheiten. Glockendämon. Jetzt können wir Bam, 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 Bam. Okay, alles klar. Jetzt haben wir sehr viel ausgespielt. Warte. Oh, es ist so gut. Yes, guckt euch das an. Jetzt müsst ihr durchbrechen. Die sind natürlich jetzt, die müssen überhaupt, ich weiß nicht, ob sie es zeitlich überhaupt schaffen. Aber ey, come on, das ist unmöglich für euch. Das könnt ihr nicht schaffen. So, wir machen, was haben wir noch? Strenger Blick. Hier ist noch, können wir noch mal was setzen. Also, Mauern. Die den Turm schützen. Und was ist die Feinde? Die sind nur noch vereinzelt hier, die sehe. Oh. Dann können, das können wir nur noch machen. Wachsen ein paar Türme nach. Also da ist ja eigentlich gar nichts mehr. Frage ist, ob der das überlebt. Die sind eigentlich schon, können wir in die nächste Armee rein. Das ist eigentlich total Quatsch. Diese Ischen, die kommen gar nicht mehr hinterher. Da kommt die nächste Welle hier. Das ist jetzt aber eine andere Art. Die sind schneller. Das ist gar nicht schlecht. Die kommen nämlich jetzt, überholen die meine andere Armee. Und wir müssen kommen, ey. Ah, er wird es wieder überleben. Wir haben zu spät die Leute gezündet. Glaube ich. Ja, er hat es überlebt. Wir hätten früher unsere Armeen reinpacken müssen. Diesmal machen wir das so, dass wir die direkt... Kriege ich euch unter... So. Hier ist noch ein bisschen... vielleicht. Aber auch der muss geschützt werden von Türmen, von Mauern. Dann das Leben. Wo haben wir denn? Hier ist noch ein umgesetzter Streifen. So. Und Mauern. Drumherum. Okay. Können wir noch einen bauen? Hier vielleicht. So. Und Mauern. Die müssen wir noch zumachen. So. Okay, dann Dämon. 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 Bob, 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 bob. Hier Angriffszauber, den machen wir hier. Der passt perfekt da rein. Dann nobler Dämon. Bam. Okay, jetzt haben wir einfach richtig viele von den. Hier machen wir nochmal strenger Blick rein. Und wollen den aber auch komplett einmal ummauern. So. Wir lassen uns mal gucken, ob das diesmal reicht. Wir haben jetzt deutlich früher angefangen, die Horden reinzuschicken. Hier guckt euch das an. Die Dicken hier, die sind gut gegen die Mauern. Die fallen jetzt auch gleich. Ihr seht, die haben auch einen anderen Grafikstil, ne? So, die sind hier oben durch. Come on. Das muss doch möglich sein jetzt. So, die ballern hier leider alles weg. Das gefällt mir nicht. Wie viel habe ich denn noch? 16. Ich kann ja nicht so viel bauen. Ich kann ein bisschen meinen Zauber wirken. Da noch ein bisschen Action macht. Kann schon Unterschied machen, aber der Turm wird gleich fallen. Aber mein Haupthaus wird nicht fallen. Aber seins wird fallen. Okay, das schafft er nicht mehr. 44 Sekunden. Ich bin durch.
Durchgebrochen. Nice. Jetzt gehen sie rauf. Okay, das schafft er nicht mehr. Hier sieht man, wen ich da alles drin habe, gerade bei ihm. Bam, hier, das geht down. Kurz nochmal bei uns gucken. Alles safe. Das war's. Hammer! Das haben wir gut gemacht. So. Das heißt, wir kriegen hier richtig Punkte. Lieblingskarte ist der Glockendämon. Erlittener Schaden, angerichteter Schaden, deutlich höher. So gehört sich das. Getötete Einheiten von mir im Von mir oder... Na, die ich getötet habe. Aber ich habe ja auch mehr geschickt. Wahrscheinlich so, okay. Alles klar. So, wir haben ein neues Szenario freigeschaltet. Das wäre das dritte. Alles klar. Alles klar. Und wir haben einen neuen Hintergrund. Guck mal hier. Wollen wir den direkt nehmen? Ja, komm, nehmen wir direkt. Vielversprechende Novize. Schlechter des Tutorials. Ja, okay, mehr darf ich noch nicht nehmen. Das ist immer noch mein Titel. Okay, jetzt können wir noch mal eine Partie spielen, und zwar die dritte, durchbrechen. Und dann werden wir natürlich später auch noch mal ein bisschen Multiplayer zocken. Ich weiß nicht, ist Nikola schon da wegen der Keys, die wir verlosen wollten? So, Nikola, ich würde mal sagen, lass uns mal die Keys langsam rausholen, dass wir vielleicht gleich noch eine Multiplayer-Partie machen können und eventuell gibt es dann ja Leute, die dann schon mit den Keys mitspielen können, weil das Spiel ist nicht so groß, könnt ihr euch direkt runterladen auf Steam und dann können wir vielleicht noch zusammenspielen mit ein bisschen Glück. Vielleicht passt es ja durchs Matchmaking, weiß ich nicht. Ich habe auch noch nie Multiplayer gespielt. Ich würde sagen, lass uns die mal so langsam raushauen jetzt. Nikola denkt sich ein lustiges Spiel im Chat aus und dann hauen wir die Keys raus. Und derzeit mache ich hier mal das dritte Match des Tutorials. Ein Schuss, ein Treffer. Viele Schüsse, viele Treffer. Genauso geht ein traditionelles Kriegssprichwort, wenn ich mich recht erinnere. Wie auch immer. Okay, alles klar, was ist hier los? Um im Krieg erfolgreich zu sein, ist es von allergrößter Wichtigkeit zu lernen, wie man die gut befestigte Verteidigung durchbricht. Seht ihr die verschiedenen Ansätze, die unsere Feinde gewählt haben? Wir müssen jede davon durchbrechen, um den Sieg zu erringen. Ja, ich sehe Mauern, ich sehe Türme, ich sehe... Oh, Alter, okay, der hat hier so ein richtiges Bienennest. Lass mich darauf hinweisen, dass unsere Einheiten Stärken und Schwächen haben. Manche sind herausragend im Bezwingen von Türmen, während andere schwerwiegenden Schaden an Mauern, Wirtschaftsgebäude und Kasernen anrichten. Ja, Mauern sind ja erstmal das Wichtigste zu kaputt zu machen, weil bei dem hier alleine ist der erste Feind. Der hat auch so ein paar Mauern, aber der hat auch viele Gebäude. Und das sind wir. Oh Gott. Wie sind denn wir hier aufgestellt? Was ist das denn? Also ich bin noch gar nicht fertig, hallo? Warte, die sind gut gegen Mauern. Ja, erstmal der Mondlichthirsch kommt zuerst. Der ist nämlich gut gegen Mauern. Und dann noch der Waldgeist. Und noch ein Waldgeist. So, und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier noch ein paar Mauern... Wie geht das? Wie ist das denn jetzt gedacht? Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier einfach eine so ziehe? So. Und dann kann ich hier noch welche ziehen? Ja. Doppelmauer. Die Mauern überall, wo es geht. Wir können ja theoretisch die hier auch in so eine Pocket reinjagen. Wir sagen, hier ist eine Pocket. Immer verschiedene Pockets. So, hier ist jetzt so eine kleine Tasche. Ob das so sinnvoll ist. Sind unsere Armeen schon am Austeilen hier? Oh ja, ich glaube ja. Ah ne, aber ich habe noch keine Armee unterwegs, oder? Wo sind meine Armeen? Die kommen noch nicht. So, neue Runde, okay. Waldgeist ist nicht gut gegen Mauern. Giftsturm, Angriffszauber, ja. Den können wir wirken. Oh, das können wir in Kombination
mit dem Dreischwanzfuchs machen. Und dann kann ich die Mauern einreißen. Das ist eine super Idee. Ah, die darf ich jetzt aber nicht nutzen, wegen kein. Ja, ich habe keinen Mana mehr. Ach Mist, ich hätte aufbewahren müssen. Mir fehlt das Mana, um den Angriffszauber jetzt zu spielen. Der wäre super gegen die Mauern gewesen. Jetzt kommen die erstmal hier zu mir. Und werden tatsächlich auch erstmal aufgehalten, aber nicht lange natürlich. So, wo sind meine Johnnies? Jetzt hätte ich gern zwei Mana übrig. Okay, hier ist schon das erste durchbrochen. Boah, hier kommen sie bei mir auch durch. Ich weiß gar nicht, was das hier für Blubberboys sind. Die explodieren einfach, oder was? Kenn ich gar nicht. Machen dann so einen Flächenschaden. Das ist natürlich super. Die sind immer noch mit meinen Mauern zugange. Das ist ja lustig. Naja, so richtig gut befestigt sind wir nicht. Okay, die sind auch schon durchgebrochen. Da ist sein Hauptgebäude. Ja, die machen jetzt schon Schaden am Hauptgebäude. Das ist natürlich fantastisch. Das ist natürlich fantastisch. Und hier? Da sind wir noch nicht durch die letzte... Ah, oh, Verteidigungslinie bricht. Sehr gut. Das sieht gut aus für uns gerade. Wir müssen aber selber auch aufpassen. Zeit ist vorbei. Aber hier sieht man das. Er hat Schaden genommen. Er hat richtig Schaden genommen. Da hat er richtig Glück gehabt. So, wir haben wieder 6 Mana. Jetzt mache ich folgendes. Jetzt bewahre ich mir mal 2 Mana auf für den Angriffszauber. Pack den Reisschwanzfuchs mit rein. Jetzt habe ich noch 3 Mana. Das heißt, die behalte ich für den und dann nehme ich noch die Waldgeister. Und dann werde ich hier gleich, wenn es losgeht, den hier zaubern. Und wir können einfach nochmal die Mauern erweitern hier. Die scheinen ja auch nicht so easy da durchzukommen. So, wie sieht das aus, als wenn die sich da schwer getan hätten? So. Warte. So. Jetzt müssen sie doch erstmal warten. Das hält die auf. So, meine Leute. Wir haben jetzt noch 2 Mana. Jetzt nehme ich den Giftsturm. Und lass mich mal kurz gucken, wo ich die am besten verwende. Hier brechen sie an der oberen Stelle schon durch. Dann könnte ich das vielleicht so machen. Den noch mitnehmen. So, das Zeug nimmt jetzt hier Schaden. Hoffe ich, dass das richtig schön... Ah, hier, guck mal. Sehr gut. Zerspratzt, das heißt, jetzt ist der Weg schon frei zum Hauptgebäude. Die halten sich natürlich jetzt erstmal mit den anderen noch auf, nehme ich mal an. Oder wie ist das? Oh, die werden hier weggefetzt. Mist. So, was habe ich jetzt noch? 3 Mana wieder. Das heißt, wen nehmen wir denn mal noch? Oh, hier noch einen Mondlichthirsch. Kann ich mir so leisten. Und einen Giftsturm. Werden die alle so weggefetzt? Die 3, ja, ne? So. Die nerven mich. Und dann nehmen wir Zack und Waldgeist. So. Wie sieht es denn bei uns aus? Wir müssen natürlich aufpassen. Ja, die kommen ja auch langsam durch. Ich kann noch Mauern bauen. Mal eine Verzweiflungsmauer hier. So. Aber meine Leute müssen euch jetzt richtig Schaden anrichten. So, da war der Zauber, der hat 2 der Gebäude platt gemacht. Jetzt könnt ihr einfach durchrennen, guck mal. Ihr müsst euch jetzt mit nichts mehr aufhalten. Diese Mauern sind für euch überhaupt nicht interessant. Ah, Mist. Zu lange gedauert. Ja, Verteidigung werden stärker. Ich bemühe mich. Ja, jetzt haben wir Giftsturm. Okay, wir haben 6 Mana. Ich mach mal. Habe ich 2 Giftsturmkarten oder eine? Wir machen 3 Schwanzfuchs, Waldgeist und Giftsturm. Die kommen. Was ist der beste Weg?
brechen die am ehesten durch. Ich glaube, der Weg war eigentlich gar nicht so schlecht. Hier können wir richtig Schaden machen. Ich mach das nochmal hier. Zack. Und mehr können wir leider nicht tun jetzt. Die haben wir noch drin. Den Rest müssen wir abwarten. Wir haben 68. Wir können auch noch ein bisschen Mauern ziehen, aber ansonsten können wir jetzt auch nicht viel mehr machen. Dann dauert es halt. Zeit ist ja auch unser Freund, ne? Je länger die brauchen, desto eher ist die Runde halt vorbei. Wenn die nicht durchkommen, so. Let's go. So. Genau, hier war mein Dings. Die sind durchgekommen, aber dieser Turm ist recht mächtig hier, oder? Der Zerspratzer hier, der ist nicht schlecht. Die fliegen, der ist gut hier, der nervt mich. Die Rückstoßanlage. Er ist ein guter Turm, leider. Hat auch viele Lebenspunkte. Die könnten dann vorbei, aber machen sie natürlich nicht. Ich bräuchte nochmal einen Giftsturm hier, damit ich die alle drei platt mache. So, bam. Da kommt der Giftsturm und... Ja. Einer ist zerstört, das ist gut. So, jetzt brauchen wir nochmal ganz schnell Armeen. Der ist... Was, wie viel Mana haben wir noch? 5. Bam, wir hauen jetzt alle am Armeen raus. Hier ist offen jetzt. Wie sieht's bei uns aus? Ja, sie kommen auch, aber wir haben hier noch genug Schutz. Wie sieht's bei dem aus? Okay, der ist richtig gut aufgestellt noch. Da ist ja bislang gar nichts durchgekommen. Aber der andere muss jetzt fallen. Wie viele Sekunden noch? 16. Schade. Wird wieder nichts. Wir haben 14 Mana, aber keine Karten mehr. Ah, ärgerlich. Sie waren so kurz davor. Der hat zwischendurch schon mal Schaden genommen. So, was machen wir jetzt? Mondlichthirsch, Waldgeist. Dann machen wir erstmal Giftsturm. Ich zerstöre dem das jetzt hier nochmal. Ich versuche es nochmal von derselben Stelle. Wir machen da einen Giftsturm rauf. Und dann bewahre ich mir 2 auf. Ich mache direkt nochmal einen neuen Giftsturm. Ich habe nur noch 4. Ah, die Waldgeister sind mega lame. Ja, ich warte erstmal, glaube ich, noch. So, lass mal den Kampf beginnen. Dann kommt mein Giftsturmzauber. Wir können hier auch selber noch ein bisschen einfach die Mauern erhöhen. Einfach immer mehr Mauern. So. Wir haben wir, ne? So, zack. Der wird jetzt das erste platt gemacht. So, was ist hier mit meinem Zauber? Nochmal bitte. So. Zack, jetzt haben wir 3 und den 3-Schwanzfuchs hinterher. Die haben nicht so richtig Schaden genommen und Waldgeist pumpen wir nochmal. Ich befürchte, das wird wieder nichts. So, da kommen die kleinen Waldgeister, das sind die 3-Schwanzfüchse. Aber die werden hier regelmäßig von diesen Türmen hier einfach komplett rasiert. Die sind krass, die Dinger. Deswegen wollte ich die weghaben. Aber mein Plan hat nicht funktioniert. Die haben noch richtig viel Leben. Nee, das bringt so nichts. Die sind zu krass. Und wie sieht das hier aus? Na... Die haben natürlich so viele verschiedene Welle hier, Verteidigungswelle. Aber der andere war doch schon fast weg. Das nervt mich, dass ich den jetzt gerade nicht mehr kriege. So, wir haben... Oh, 32 Mana, Alter. Let's go. Aber die Zeit. Das bringt gar nichts mehr. Ärgerlicherweise. Kommt nicht mal mehr an, das hätte ich mir auch sparen können. Ich habe nie aufgepasst. Mich zu lange geguckt, was die machen. 41 Mana hatte ich zwischendurch. Pfiff.
So, also das passt nicht. Jetzt überlege ich, ob ich erstmal die anderen platt mache. Ich kann ja auch dessen Verteidigung hier mit dem Giftsturm platt machen. Die ist halt auch so eng an. Guck mal, hier kann ich viel mehr Gebäude auf einmal platt machen. Wenn ich jetzt da einen Giftsturm mache und den anderen nächsten Giftsturm mache ich hier. Ich glaube, dass es viel smarter ist. Dann habe ich die Wände hier platt gemacht. Und dann können wir noch zwei Waldgeister hinterherhauen. So, guck mal, jetzt ist hier nämlich schon ein offener Korridor und die können eigentlich direkt durch. Schauen wir mal, ob das klappt. So, ich kann auch wieder ein paar mehr Wände bauen. Die Musik gefällt mir gut. So. Hier in der Mitte kommen sie eh nicht durch, ne? Die Wände halten die schon ganz gut auf. So, die gehen jetzt hier durch. Wie sieht das aus? Kann ich den Zauber auch hier einsetzen eigentlich? Oder nur bei mir zu Hause? Nee, ne? Darf ich nur zu Hause einsetzen, glaube ich. So, die kommen durch. Guck mal, das war eine gute Idee, jetzt hier erstmal diese Verteidigungsanlagen. So, jetzt ballern wir mal direkt die Fuchsarmee nach. Guck mal, jetzt ist hier komplett offen. Hier ist wahrscheinlich gar nichts. Ja. Die sind mittlerweile gut aufgestellt, leider. Die werden komplett zerschrottet hier an der Stelle. Die sind zu krass, diese drei Sachen. Aber hier müssen wir jetzt langsam mal durchkommen. Come on, let's go. So, jetzt kommen. Die müssen mal jetzt richtig Action machen, die beiden, die wir nachgezogen haben. Einmal kurz bei uns vorbeischauen. Ja, die kommen auch durch. Aber noch geht's uns gut. So, komm. Die ist offen jetzt. Bitte zum Hauptgebäude vordringen. Wir haben noch 23 Sekunden. Bisschen Damage machen wäre nicht schlecht. Ich meine, es repariert sich wieder, aber... Oh, jetzt, let's go. Let's go. 10 Sekunden. Ach, das wird nicht reichen. Oder? Oh, es wird nicht reichen. Oh, war das knapp. Oder haben wir es geschafft? Doch, ich glaube, wir haben es geschafft. Geil. Was nehmen wir denn? Welche ist denn die beste? Mische den Ablagestapel zurück ins Deck. Ja. Behalte 5-mal zufällige Zauber. Chromatischer Wirbel. Finde ich eigentlich ganz gut. Wollen wir das mal probieren? Komm, wir machen mal die hier. Mischen wir mal ins Deck rein. So, jetzt haben wir wieder nur noch 6. Jetzt haben wir nur noch den Typen hier. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen eine Schwachstelle finden. Vielleicht der auch von der anderen Seite. Also, das ist einfach zu derbe. Die kriege ich nicht platt. Ich muss sie von der anderen Stelle platt machen. Hier. Wir machen jetzt hier den Giftsturm. Vielleicht kommen wir ja da durch mit ein bisschen Glück. Bam, da den Giftsturm. Dann... wie viel habe ich noch? 4. Dann hauen wir mal die da mit rein, die Mauern. Und die Zauber bringen mir natürlich nicht so viel, wenn ich keine Mana habe, aber ich krieg Mana. Geil. Geil, geil, geil. Was haben wir hier? Oh, die kenne ich alle gar nicht. Was ist das? Packende Tentakel, Seeleneruption, Segen der Natur, verheerender Riss, Angriffszauber. Kann ich den auch hier ausspielen? Kann ich den auf die Gebäude spielen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Oder? Weiß ich nicht. So, was ist das? Kosmische Infusion. Geht das nur gegen die... In der Natur, ich weiß es nicht. Ey, ich habe keine Ahnung. Kann ich das hier spielen? Ich glaube nur bei mir wahrscheinlich. Bam, 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 bam. Ich spiele die ganzen Geister. Also die Zauber kann ich jetzt nicht mehr ausspielen. Dafür kommen jetzt ohne Ende die Tierchen. Hier ist offen eigentlich.
Nein, nicht ganz. Das Ding nervt noch. Die sind wirklich krass, diese Rückstoß-Johnnies. Aber hier ist jetzt Action. So, die kommen von der Seite. Die werden komplett leer gepflückt, niedergemacht von den Dingern hier. Die sind richtig, richtig nervig. Guckt euch das mal an. Warum dürfen die solche Sachen bauen? Aber hier oben gehen die ersten Mauern down. Da kommen wir durch. Die ersten Geister kommen durch. Ich guck mal kurz bei mir, wie diese Zauber... Ich will eigentlich keine Mana damit verschwenden. Wo sind die denn? Haben die überhaupt noch Leute hier? Ja. Ballern die einfach. Oh, der ist Giftzauber. Kann ich wieder oben setzen. Achtung. Giftsturm kann ich... Oh ja, da kommt was durch. Aber wir haben nur 41 Sekunden noch. Ist nicht schlecht. Ich versuche... Kriege ich den mit rein? So. Gut, der ist down. Und? Ne, der geht. Ah. Da kommen die Tentakel. Naja, ah, okay, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir im Hauptgebäude. Komm, das schaffen wir. 22 Sekunden, das müssen wir schaffen jetzt. Immer auch ein Auge halten bei uns natürlich. Nicht, dass wir auf einmal blind erwischt werden. Das schaffen wir. Das Ding ist down. Hammer! So. Hat Nikolas schon Kies rausgehauen? Geil. Oh, guck mal hier, ein neues Profil. Das rüsten wir natürlich direkt aus. Und wir haben einen neuen Titel. Verhext. Yay. Voll gut. So, jetzt können wir mal probieren, mal online zu spielen. Ich werde voll aufs Maul kriegen. Aber guck mal, ich will es auf jeden Fall mal zeigen. Es ist ein Battle Royale. Kämpfe mit bis zu 29 anderen Spielern ums Überleben. Nur der letzte verbleibende Spieler gewinnt. Das Besondere ist, zu jeder Zeit trittst du immer gleichzeitig gegen zwei andere Spieler an. Wenn einer von ihnen durch Zerstörung des Hauptgebäudes eliminiert wird, nimmt sofort der nächste Spieler seinen Platz ein. Also das klingt nach einer Menge Spaß. Ich mache jetzt einmal direkt die erste Map. Battle Royale und let's go for it. Mal gucken, wie viele Leute zocken. Ich hoffe, es gibt genug Leute schon online. Oh ja. Ey, das ist wirklich ein guter Modus. Klingt gut. Da kann man, glaube ich, richtig Spaß mit haben. Okay, wir werden wahrscheinlich komplett auseinandergenommen. Ich habe noch gar keine Ahnung. Nach so wenigen Spielen. So, was haben wir denn hier? Wirtschaftsgebäude, lebendiger Hain. Ätzender Bulbus. Okay, wir machen mal Wirtschaftsgebäude erstmal hier direkt. Da, wo sie safe sind. Und, oh, uralter Wächter, ist ja geil. So, dann machen wir noch ein Wirtschaftsgebäude auf der anderen Seite. Da machen wir mal Ort der Heilung. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, mir alles hier durchzulesen. So, logischerweise, die Kaserne ist wichtig. Und wir wollen den Fuchsbau. Dann das Wirtschaftsgebäude hier. Kriege ich dich am besten unter? Da. Oh, alter Wächter, haben wir schon Mana geflecht. Stone Age Sommer, erhalte 80 in der Mitte. Ich will den uralten Wächter. Das ist auch wieder ein Wirtschaftsgebäude. Und wir wollen den. Wir brauchen mal wieder. Wir brauchen geile Türme, sonst funktioniert das nicht. Wir müssen sie auch wehren können. Bei Zerstörung plus 1 ist halt. Achso, warte, wenn er zerstört wird. Ja. Wir müssen jetzt anfangen. Wie viel habe ich denn noch? Hallo? Wie viel habe ich? 185. So, erstmal, dass sie nicht sofort hier kommen können. Wir müssen hier natürlich auch eigentlich noch die mit Türmen schützen, hier, die Dinger. Wir haben keine Türme gebaut.
Nicht gut. Ätzender Bulbus. Bam, sind wir mal das. Zack. Brauchen wir mehr Mana. Das können wir nicht bauen, weil ich zu viele Türme gebaut habe. Okay, hier geht's schon richtig ab. Das sind unsere beiden Gegner hier, glaube ich. Da kommt noch gar nichts richtig an hier. Also hier ist das Einzige, wo gerade was passiert. Und der ist direkt da, gleich down, guck mal. Okay, der macht es einfach nicht mehr lange. Der ist komplett überrannt. Okay, tschüss. Alles gut, der ist weg. Nein, der hat's überlebt! Wie hat er das denn gemacht? Wie hat er das denn gemacht? Okay, also jetzt bauen wir eine Kaserne. Und wir nehmen den Dreischwanzfuchs. Wir müssen mal ein bisschen was für die Offensive machen. Dann bauen wir jetzt, wie viel haben wir denn noch? Komm, wir bauen noch. Oh, der ist auch gut. Den bauen wir jetzt noch. Bam. Und ja, viel mehr haben wir leider jetzt nicht. Ätzender Bulbus, ist das denn nochmal? Egal, wir bauen den hier. Und bei Zerstörung, ne, wir nehmen so. Ach, das waren die, die da hinten waren. Okay. So, lass mal schauen. Hier gibt's wieder Action. Also, wie noch leben wir ja, ne, so wie ich das sehe. Ich habe jetzt noch keine großen Offensivkarten. Aber die müssen ja demnächst dann mal kommen. Also noch sind wir drin. So, hier ist richtig was los, alter Schwede, ey. Aber der hat gute Türme. Ich mag, wie jede Fraktion eigene Architektur hat. Also die sehen alle anders aus, die Sachen. Gott, aus irgendeinem Grund leben wir noch. Pures Glück, schätze ich. Oh, oh, bei mir ist jetzt auch Action. Oder was? Oh ja, hier. Was ist denn das? Wobei mir das egal ist, wenn die da... Okay, noch eine Runde überlebt. Nehme ich. So, wir haben jetzt wieder genug Konstruktionspunkte. Wir können... noch einen Turm setzen. Uralter Wächter. Was macht der? Nährendes Nest. Giftstachel, nährendes Nest. Mutterbaum. Lebendiger Hain. Das sind alles Wirtschaftsgebäude. Hier bauen. Ort der Heilung. Angriffszauber. Was sind da Bulbus? So, mehr haben wir nicht. Diesmal werden wir hart angegriffen. Ich befürchte, das können wir nicht kontern. Ich weiß, wir fehlt's an allem. Die Mauern sind durchbrochen. Ich glaube, diesmal gehen wir raus. Ich weiß nicht. Oh oh. Ja, das wird nichts werden. Ja, wir müssen noch ein bisschen lernen, ne? Aber wir sind nicht die Ersten, die verlieren. Das fühlt sich alles sinnlos an. Hilfe, Hilfe! 10 Sekunden, das schaffen wir leider nicht. Wir werden leider keine 10 Sekunden mehr durchhalten. 5 Sekunden! 4! Oder? Okay, lol. Warte mal, haben wir es geschafft? Sehe ich richtig, dass wir Socky da geschafft haben? Ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Ich brauche mehr. So wird das doch nichts. Ich habe nur so Wirtschaftsgebäude. Ich brauche mehr.
Aus irgendeinem Grund haben wir überlebt. Frag mich nicht, wie wir das gemacht haben. Ach du Scheiße. Wir haben gar keine Attacken gefahren. Scheiße. Ja, also, ich weiß es nicht. Wir sind jedenfalls nicht die Ersten, die sterben. Man muss das nehmen, was man hat, ne? Ich könnte jetzt das noch machen, aber wir sind eh hinüber. Also diesmal werden wir es nicht schaffen, standzuhalten. Wir haben eine kleine Mauer gebaut, aber das wird uns nicht das Leben retten, leider. Uns fehlen einfach gute Karten jetzt. Ich kann nichts, keine Angriffskarten spielen. Ob ich jetzt da diese kleinen Zauber noch mache oder Peng. Ja, das ist. Aktuell ist. Also, wir haben es auf jeden Fall respektabel, finde ich, weit geschafft. Wir machen gleich das nächste Match. Vier, drei. Oh Gott. Lol. Wir haben einfach wieder überlebt. Ich weiß doch auch nicht. Ich weiß nicht mehr genau, aber dieses Ort der Heilung klingt jetzt gut. Ich weiß nicht genau, was das macht, aber ich mach das einfach. Da, ey, wir haben zum ersten Mal eine Armee, die wir spielen können. Ansonsten, wir haben einfach nichts. Was ist, wir haben nur Wirtschaftsgebäude. Ich habe keine Angriffe. Das ist ja mal schade. Ob ich die jetzt hab oder Peng, ne? Wir sind gut dabei. Zum ersten Mal habe ich irgendwo welche hingeschickt auch. Hier, das sind meine, glaube ich. Die drei Schwänzig, die kommen nicht mal da vorbei. Guck mal, was die alles haben. Ich werde einfach komplett überrollt. Es ist ja einfach frech. Ich habe diese ganzen Wirtschaftsgebäude, ich habe das noch nicht so ganz gecheckt. Ja, das ist doch. Das ist Verteidigung hier, was ich hier mache. Das ist Schutz. Wie soll ein Mann. Solch einem Ansturm standhalten. Ey, komm, guck mal hier oben rechts. Wir sind gar nicht so schlecht. 5 Sekunden, let's go. 5 Sekunden. 2. Hab ich's wieder geschafft, oder was? Er zieht noch nach. Wie lange zieht er? Ja, alter Schwede. Wie wir es einfach wieder geschafft haben. Es ist unfassbar. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aber was ich euch sage ist, wir sind einfach zu gut. Ich weiß nicht mehr genau, was das Ding hier macht. Aber ich baue es. Ich baue einfach noch einen Ort der Heilung. Niemand weiß, was genau geschieht. Aber Orte der Heilung sind gut. Okay, mir fehlen einfach. Ich habe überhaupt keine. Es ist einfach komplett lächerlich. Geil, jetzt kann ich einen Turm bauen. Oh, der ist super. Der nimmt die da im Empfang.
Ja, jetzt habe ich hier, guck mal hier. Was wollt ihr denn jetzt machen? Der ist sogar ein bisschen geschützt. So. Der ist, das ist ja hier richtig gut. Was wollt ihr jetzt denn machen? Wir original. Noch eine Welle hatten wir überlebt. Wir sind richtig gut dabei. Wir sind Top 50%. Wer hätte das gedacht beim allerersten Match? Niemand, glaube ich, hätte das erwarten können. Ich komme einfach überhaupt nicht in irgendeinen Angriffsmoment. Zehn Sekunden noch. Drei Sekunden. Alter, wie sie es einfach aus irgendeinem Grund wieder geschafft haben. Niemand kann es erklären. Niemand kann es erklären, was, aber es hat es irgendwas. Irgendwas hat geklappt. Ich weiß nicht genau, was hier passiert, ehrlich gesagt. Das war's, ich kann einfach nicht mehr machen. So, Tschüssikowski, Senior. Keine Angriffskraft, aber wir sind schon gut. Siegte Gegner 16 von 29. Wir sind Top 50%. Top 50%. Können wir keiner mehr nehmen. Nikola kümmert sich schon, der macht das mit den Keys. Oder Nikola, du hast es im Blick, ne? Die denken sich alle, wer ist der Typ? Wie kann er, wieso ist der noch im Spiel? Das ist unmöglich. Jemand, der so schlecht spielt, dürfte doch gar nicht mehr im Spiel sein. Ja, ja. Aber das ist alles Taktik. Top 50% kann es keiner mehr nehmen, Leute. Ihr wart dabei. Hashtag, ihr wart dabei. Oh, no, 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 no. Wehrt euch gegen die Horden. Ey, respektabel. Das war, komm, erzählt mir nichts. Das war respektabel. Das war gut. Wir sind richtig weit gekommen. Guck. Oh, was die alle für Spielerränge haben hier. Ich bin Noobtown. Da bin ich. Null besiegte Spieler, aber guck mal hier, sehr viele Einheiten getötet. Ja, das war schon gut. Da. Oh, ich habe eine neue. Oh, guck mal hier. Will ich das haben? Nö. Das, wir haben ein schönes. Was ist los, Nikola? Du kannst auch einfach in Discord kommen. Ah, Zerofly hat den ersten. Zerofly hat den ersten Key gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Good for you, good for you. Congratulations. So.
Machen wir nochmal direkt. Pushy 1989 hat den nächsten Key. So, ich will jetzt aber ein anderes Deck haben. Wir müssen unser Deck jetzt erst. Wir sind einfach komplett reingegangen, ohne uns überhaupt Gedanken zu machen. Ich hätte gern mehr so ein Deck, was dem ähnelt, was ich vorhin gespielt habe. Goldmine. Okkultismus, wandernde Mauern. Ja, vielleicht müssen wir erstmal die Kampagne durchspielen, ne? Damit wir so richtig mithalten können. Komm, wir machen nochmal eins, weil ich jetzt einfach Bock hab. Oh, wir nehmen jetzt mal eine andere, wir nehmen mal die endlose Schlucht. Und, oder warte, kann das eigentlich jeder sich selber aussuchen, welche er will? Nee, ne? So, wir gehen nochmal rein. Eben ging das Match ja quasi instant los. Das war schon beeindruckend. Ich kann mein Deck auch selber bauen. Ja, ich muss, aber da müssen wir uns richtig viel Zeit für nehmen. Mach jetzt nochmal einen Durchgang, mache ich nochmal so. So, aber da sind, fehlen noch ein paar. Die sind alle noch in dem Match von eben. In der Zwischenzeit könnt ihr übrigens das Spiel über meinen Bot hier, ne? Es gibt ja einen Bot derzeit hier im Chat. Da könnt ihr einfach mal euch das Spiel auschecken. Oder über die Kachel auf Twitch. Da müsst ihr ja nicht lange suchen, da kommt ihr direkt dahin. Und könnt ihr euch das selber angucken. Wenn ihr nicht zu den Glücklichen gehört, die jetzt einen Key bekommen, was mir dann wirklich leid tut für euch, dann könnt ihr euch das auch kaufen. Ausrufezeichen Warcana ist das dazugehörige Zeichen. So, das dauert jetzt ein bisschen länger als eben, aber es ist immer noch im Rahmen, finde ich. Schließlich sind es 30 Leute, die wir brauchen. Jetzt haben wir immer 19. So, Battle Royale, let's go. Jetzt muss ich erstmal checken. So, da, was? Oh, das sieht ja ganz anders aus. Das ist ja alles Sumpf. Okay, okay, okay. Also Turm, eine Balliste, wir brauchen eine Kaserne. Wir brauchen auf jeden Fall die Kaserne. Und wir brauchen diesmal ganz, ganz dringend Leute, die angreifen. Oh, bei Überleben? Ne, bei jeder... Oh. Ne, wir gehen auf Nummer sicher. Und... Was haben wir noch hier so? Das ist ja einfach nur ein Wirtschaftsgebäude. Dann nehmen wir mal... Wir brauchen einfach auch Türme. Balliste. So. Und noch eine Kaserne, yes, nehme ich. Plünderer, ja, nehme ich, gib mir. Und wie viel haben wir? 115. Wir können noch eine kleine Mauer bauen. So um die Türme, dass die Türme ein bisschen geschützt sind. So. Ja, mehr dürfen wir uns nicht bauen. Mehr können wir jetzt nicht machen, leider. Müssen wir hoffen, dass wir irgendwie überleben. Ja, die können natürlich auch machen ohne Ende. Jetzt geht's gleich los. Wir haben nicht so viel. Mal schauen. Da haben wir Glück und kriegen gar nicht so eine Angriffswelle jetzt hier. Oh, okay, 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 okay. So, oh, wir können noch eine Balliste bauen. Und, oh, wir können sehr gut, wir können den Plünderer losschicken. Und das machen wir jetzt einfach mal. Sehr gut. Und noch ein Plünderer. Oh, zum ersten Mal, dass wir jetzt auch offensiv werden. Endlich. Thank you, thank you. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen hier unsere
Mauern vollenden. So, was machen unsere... Da kommen sie. Das sind die von uns? Ich glaube, oder? Aha. Guck mal, Leute. Jetzt haben wir nämlich jetzt... Guck mal. Now we're talking. Jetzt spielen wir nämlich mal mit. Ich habe denen nämlich hier die Plünder reingeschickt. Das sind unsere. Die kommen von uns. Ja, wir kriegen hier gar nichts. Aber die kriegen hier richtig von uns die Plünderer. Yes. Let's go, Nils. Oh, wir zerpflücken, zerreißen, zerfetzen deren Verteidigungsanlagen. Ihr guckt euch das an. Die machen sich direkt auf den Weg. Noch 30 Sekunden. Aber hier hat er auch eine Mauer drum gebaut, ne? Let's go. Haut die alle weg. Ja, alles explodiert. Los, rauf da. Die sind natürlich verdammt langsam. Leider. Ich geahnt hätte, dass ich nicht angegriffen werde, hätte ich ins Risiko gehen können, wenn ich die Türme auf Überleben gestellt hätte, hätte ich quasi doppelt so viel von den Ressourcen gekriegt. Das war jetzt ein bisschen feige. Hätte ich vielleicht mehr auf Risiko gehen sollen. Aber das sieht schon mal fantastisch aus, wie die ja richtig den Angst einjagen. Huch. Da oben. Oh, der ist sogar schon dran. Ich mach Schaden. Ich habe Base Damage gemacht. Alter, wie geil. Ich habe richtig abgeliefert, Leute. Wir sind super dabei. Wir sind richtig gut dabei. Also erstmal, wir bauen natürlich jetzt mit unserer Kohle Kaserne. Und wir wollen Armeen, wir wollen Armeen, wir wollen Armeen. Noch eine Kaserne. Und wir wollen die Plünderer haben, gibt sie uns. Yes, so jetzt haben wir... Natürlich werden wir die Plünderer losschicken und noch Plünderer losschicken. Und wir bauen uns eine schöne Balliste. Diesmal mache ich das hier. Die Balliste können wir uns jetzt leider nicht mehr leisten. Schade. Wir werden sehen. Aber hier haben wir... So, wir haben welche losgeschickt. Mal gucken, was die anderen jetzt machen. So, Kampf beginnen. Ich glaube, wir kriegen schon wieder keine Feinde nach Hause geschickt. Stattdessen ballern wir mal richtig hier unsere Plünderer rein. Da kommen sie. Die sind super langsam. Die sehen aber sehr lustig aus, ne? Yeah. Wie sieht's hier aus? Yeah. Oh, der hat sich eingemauert. Das wird ihm nicht viel bringen. Die mache ich richtig platt. Währenddessen habe ich hier nicht viel zu befürchten. Das gefällt mir. Oh, das ist doch richtig Spaß, wenn man gewinnt. Ja, noch habe ich ja nicht gewonnen, aber es sieht gut aus. Ja, los. Let's go, let's go. Guck mal, wir sind schon dran, noch 25 Sekunden. Wir sind schon am Hauptgebäude dran. Nimmt der schon Damage? Wieso nimmt der kein Damage? Achso, nee, der hat eine Mauer in das Gebäude gelegt. Aber jetzt fängt er an Damage zu nehmen, aber die Zeit reicht natürlich nicht. Bei dem anderen Johnny? Oh, knapp! Oh, fast! Fast! Fast, 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 fast. Oh, wie knapp. Ah, wie knapp. Also, wir können die nächste Balliste setzen. Oder in der Mitte ist... Wir machen auf... beim ersten Überleben. Beim ersten Überleben plus 20. Das ist ja eigentlich fast dann... Das ist ja dann doch besser eigentlich. Ja. So, ich brauche Kaserne, Kaserne, Kaserne. Oh, warte mal. Es gibt eine bessere Einheit vielleicht. So, Plünderer gehen raus.
Dann bauen wir noch eine Balliste. Okay, die nehmen wir mit. Machen jetzt mal wieder das. Und wir haben zu wenig Angriffskarten. Ja, jetzt können wir wieder diese Sandkiemen-Geschichte. Die Plünderer. Masse ist auch gut. So, mehr haben wir jetzt leider nicht. Aber wir schicken wieder Offensivkraft raus. Und diese Ballisten geben uns ja dann auch immer für die nächste Runde noch mehr davon. Wie kann man plündern? Lese ich soll plündern im Chat. So, hier geht's wieder los. Alter Schwede, meine Johnnies! Was ist los? Nein, jetzt nicht abkacken. Ich bin gerade so gut. Yes. Komm, das muss doch jetzt reichen. Let's go, come on. Yeah, 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 der geht down. Komm, 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 komm. 15 Sekunden. 10 Sekunden. Oh, das wird so knapp. Bei mir gibt's auch Action. Zum ersten Mal. Aber das ist kein Problem. Frage ist, was ist mit ihm? Yes, wir haben einen down. For the first time. Okay, geil, geil, geil. Also das spielen wir hier auf jeden Fall. Zufällige Zauber. So, dann brauchen wir auf jeden Fall... Ja, wir spielen natürlich unseren Plünderer. Oh ja, geil. Das ist auch cool. Den können wir im Prinzip direkt davor setzen. Mach mal hier Turm. Und warte, wir müssen den schützen auch, ne? Jetzt kriegen wir nämlich richtig Ärger gerade. Warte. So. Okay, warte, jetzt habe ich ein Problem. Bug, ich mache einfach hier Sachen raus. Die habe ich ja jetzt, die gehören mir ja alle. Kosmische Infusion. Ich habe keine Ahnung, ist das gut? Jetzt in meinem Augenblick. So, okay, machen wir weg. Und, oh, wir bauen eine Kaserne noch. Wie Niederlage! Oh nein! Was ist los? Warum habe ich verloren? Aber wir sind gut. Guck mal, also wir haben, das kann mal weg hier, das ist leider noch offen. Wir haben einen Spieler besiegt, 7000 Einheiten beschworen, Lieblingskarte der Plünderer. Das ist doch, ich weiß, also mal ganz kurz, war unser Gebäude schon kaputt? Ich hab's gerade wirklich nicht gecheckt. War das ein Zauber auf, vielleicht war das ein Zauber auf mein Haus oder so? Könnte sein. Zauber auf mein Haus. Egal. Direkt nochmal, oder? Wollen wir noch einen machen? Da waren 100 Truppen am Haus. Ja. Oh, wir haben... Oh, das ist schön. Das nehme ich. Schwach, winzig und blau. Ja, finde ich gut. Guter Name. Okay. Komm, wir machen noch eine Runde. Und wir spielen wieder mit der Balliste. Da waren hunderte Truppen am Haus, ja, ja. Es ist, wie es ist. So, dann warten wir mal ab, dass die nächste Runde eingeläutet wird. Aber das wird schon. Wir werden mit jeder Runde besser. Das ist gut.
Wir werden mit jeder Runde besser. So, let's go. Wir bauen. Huch, warte. Balliste. Oh, warte, eigentlich müssten wir hier da rein, wo die. Bam. Zack. Und dann. Pass auf, müssen wir. Hier einmal zumachen. Und eigentlich müssen wir dann hier einmal zumachen. Darf aber auch jetzt auch nicht zu viel dafür verschwenden. Balliste. Ja, Kaserne nehme ich mit. Plünderer. Noch eine Kaserne. Wir können jetzt eine zweite Kaserne nehmen, aber ich nehme nochmal wieder die Plünderer, damit ich überhaupt erstmal was habe. Und. So, jetzt könnten wir noch ein bisschen Mauern machen, wenn wir wollen, um mein Hauptgebäude rum. Die Frage ist natürlich, wenn die einmal so weit gekommen sind, gut, das kann einem Zeit verschaffen, ne? So, für mehr reicht es jetzt gerade nicht. Los geht's. Hat niemand irgendwas gemacht? Runde. So, okay, wir nehmen wieder eine Kaserne. Und wir bleiben bei den Plünderern. Okay, wir können eine Balliste noch nehmen. Bam. Noch eine Balliste. Ist gut. Und jetzt können wir die Plünderer rausschicken. Jetzt machen wir zum ersten Mal auch selber ein bisschen Damage. Alle schicken jetzt was raus. Bop. Okay, mal gucken, ob wir das jetzt hier überleben. Unsere Leute gehen hier raus. Könnte gefährlich werden. Ah, das sind diese kleinen. Ah, Geister, das sind die, die wir im Tutorial auch hatten, oder? Mach hier fleißig meine Zauber. Naja, die machen meinen Zaun hier kaputt. Hallo? No. Oh, jetzt hauen sie ab. Uiuiuiui, ja, aber das schaffen wir. Von der Zeit her. Alles gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich da gekommen bin. Ja, wir sind nicht. Die waren zu langsam. Wir sind nicht durchgekommen. Aber ist egal. So, was haben wir jetzt? Noch eine Kaserne, ja. Ja, lohnt sich das jetzt zu versuchen? Ja, komm, wir machen das mal in Hoffnung, dass ich dann eine bessere Angriffskarten noch kriege. Aber da bleiben wir beim Plünderern. Wir können noch eine Balliste machen. Nehme ich mit. Wir können die Armee raushauen. Und für mehr reicht es leider nicht. Wir können gucken, dass wir hier. Alles noch nicht. Wenn sie durch sind, sind sie durch, ne? Es ist, wie es ist. Das könnte jetzt schwieriger werden, tatsächlich. So. Oh, was machen die denn? Oh, die feuern aus der Entfernung. Das ist für meine Ballisten aber überhaupt nicht geil. Oh, no.
Oh, das könnte gefährlich werden. Was jetzt da unten ist okay noch. Oh no. Aber 10 Sekunden halte ich aus. Oh, die sollen aber nicht meine Ballisten zerstören nach Möglichkeit. Ein paar kommen durch, aber das reicht auf jeden Fall locker. Die Ballisten haben überlebt. Das gibt dann 10 zusätzliche Dinger, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, guck mal, jetzt können wir uns was raussuchen. 5 zufällige Zauber. Was ist das? Plus 4 Karten. Das, okay, nehmen wir das. Dann nehmen wir doch, die können wir direkt zu Beginn ausspielen. Jetzt kriege ich 4 zusätzliche Karten. Das ist doch geil. Okay, jetzt können wir richtig in die Offensive gehen. Plünderer, Plünderer, Plünderer. So, jetzt gehen wir, die spielen wir direkt zu Beginn aus. Jetzt brauchen wir noch eine Balliste. Und noch eine Balliste. Okay. Jetzt haben wir noch 40. Jetzt würde ich, glaube ich, nochmal ein paar Mauern bauen wollen. Um Zeit zu gewinnen, machen wir einmal hier zu. Und hier auch. Okay, jetzt haben wir noch 6. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen... Okay, und mein Zauber ballern wir jetzt hier rein. So, jetzt haben wir richtig viele auch losgeschickt. Aber ich krieg auch richtig viele gerade zu mir, also... Das könnte ein Problem werden. Wie sieht's denn hier aus? Ja, die konzentrieren sich auf so Mauerstücke. Das ist natürlich... Oder? Warte, ja. Das ist ja komplett lame. Die machen einfach nur die Mauern kaputt. Okay, das ist natürlich... total smart. Das ist ja wie ein Honeypot. Die sind auch viel zu langsam. Die kommen nicht mehr nach unten. Okay, jetzt haben wir vielleicht ein Problem. Bei mir hier zu Hause. Tatsächlich gerade. Leider. Oh oh. Nach 10 Sekunden muss ich durchhalten. Das schaffe ich hoffentlich, aber wir sehen direkt, wir müssen mehr für die Defensive tun. Und das mit den Mauerstücken ist ja komplett lame. Kann man das einfach so machen? Das finde ich aber nicht in Ordnung. So. Wir ballern die Armee. Wir müssen auch... Wir müssen mehr... Dinger hier setzen. Ja, mich verteidigen. Sonst haben wir keine Chance. Ja, ja, was ist das, wenn ich jetzt hier einfach... So, tschüss. Wir müssen da erstmal kämpfen. So. Jetzt haben wir leider nicht so viele Angriffs... So. Möglichkeiten. Uiuiui, das wird jetzt natürlich immer schwieriger werden. Hier unten kommen auch so viele. Wir selber machen gerade nicht so sonderlich viel, aber... Das ist ja ein richtiger Riesenschwarm. Okay, die zerpflücken meine Ballisten in Sekunden. Oh Mann. Okay, das wird jetzt knapp. Die haben auch vor allen Dingen wirklich Fernkampf. Oh, mal gucken, ob wir das überleben. Das, die anderen sind, glaube ich, safe. Das wird schwer. Ich glaube, das schaffen wir diesmal nicht mehr, leider. Nee, sieht nicht gut aus. Das wird nichts. Tschüss, Sikorsky 3. Ja. Tschüss. Ah ja, 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 ja.
Ja, aber es macht schon Laune. Ich wäre natürlich gerne noch ein bisschen besser. Aber wir machen noch mal eine Sache. Oh, das ist auch nice. Komm, den nehmen wir mit. Der ist auch voll schön. Ich will noch einmal online probieren, weil das einfach Bock bringt. Was gibt's denn noch für... Soll ich vielleicht noch mal wieder Stilles Tal nehmen? Das schien mir so schnell zu gehen. So, was gibt's noch für Decks? Was ist Deck 7? Deck 8. Stallabor. Gibt es denn voreingestellt das Deck aus dem Tutorial? So, hier ist der Deckbau. Guck mal, den können wir uns ja noch mal angucken jetzt. Also, wir können ein Deck nehmen. So, was haben wir denn hier alles? Standarddeck, Feenrufen, Okkultismus, Lehrenschmieden, Strömungsweben, Technomantie. Raketenfertigung. Alter Schwede. Decknamen. Nicht Defoe. So, das sind die Retzling Ultras. So heißt unser Deck. Und wir leeren das Deck. Da ist jetzt gar nichts drin. So, wir müssen natürlich gucken, dass wir von allem ein bisschen was haben. Wir brauchen Türme, wir brauchen Kasernen. Hier das. Was haben wir denn hier? Ätzender Bulbus. Energie. Aquädukt. Das ist die Technomantie. Also da brauchen wir auf jeden Fall, wir brauchen ja eine Kaserne. Ohne Kasernen geht es nicht. Wir brauchen Türme. Laser. Wir brauchen vielleicht auch das ein oder andere Wirtschaftsgebäude. Wir brauchen, was haben wir noch? Was macht das hier? Das ist auch noch eine Kaserne. Wie viele Kasernen? Wir sollten nicht zu viele Kasernen. Lieber ein paar mehr Türme noch, oder? Nee, warte. Jetzt ist es wieder weg. So. So. Dann nehmen wir noch eine. Das ist. Zack, das ist der Turm. Turm. Nehmen wir noch einen zweiten Laser, die sind recht günstig. Das Smart ist, was ich hier gerade mache. Aber das kann man sich auf jeden Fall auf die Art selber zusammenstellen. Aber das, pass auf, wir gehen nochmal auf Online-Spielen und wir nehmen nicht die Rötzling Ultras jetzt, sondern wir nehmen wir spielen mal mit Deck 1, warte mal, Kaserne. Ah, da ist ein Turm. Ist hier nur ein Turm drin? Ist auch so wenige. Ach komm, dann nehmen wir Retzling Ultras. Auch wenn das vielleicht komplett Quatsch ist. Aber wir haben Türme, Kasernen. Wir spielen jetzt einfach mal. Bam, ich probiere das mal. Das wird schon passen. Glaube ich. Oder was meint ihr? Ich glaube, das passt schon. Zehn von 30, also es geht auch recht schnell. Wie ist das Game? So, hab nur davon gehört. Macht Spaß. Es wird katastrophal schief gehen, aber ich probiere das jetzt einfach aus. Learning by trying. Ich finde, das Spiel hat total viel Potenzial. Ich mag dieses Online-Gaming. Also Singleplayer ist zwar auch cool, um das zu lernen, aber das Herzstück ist einfach der Multiplayer-Modus. Dass du wirklich diesen geilen Battle Royale-Part hast mit 30 Leuten gegen zwei gleichzeitig spielen. Dass, wenn man das Spiel wirklich drauf hat und sich ein geiles Deck hat, mit dem man Deck gemacht hat, mit dem man auch wirklich sich auskennt und weiß, was man macht, das ist schon nice.
Das kann, glaube ich, richtig gut funktionieren. Man muss halt auch ein bisschen gut sein. Gibt es einen 2 gegen 2 Modus? Das ist eine sehr gute Frage. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das lokal so einstellen kann. Mit Freunden meinst du dann oder so? Wenn, ist eine sehr gute Frage. Muss ich mal gleich mal checken. Dauert jetzt ein bisschen länger. Battle Royale Horde und gegen den Streamer mit Buff für Streamer. Ja. Zu der Sekunde können wir zu diesem. Anders können wir mal. Sheradine, vielen Dank sagen, Sheradine. Rosa, bist du noch da? Dr. Dorian. Ich war so im Spiel vertieft. Oh, geht los. Wahrscheinlich werde ich komplett verkacken, weil ich überhaupt nicht genau weiß, was ich mache. Aber was ich auf jeden Fall sage, wir brauchen eine Kaserne. Und zwar. Oh, und Speer. Sind Speer wichtig? Beschichtungsanlage. Sind die besonders gut? Keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. So, dann nehmen wir Türme. Turm. Und zwar. Zack. Turm. So, die sind gut. Ja, Ätzender Bulbus, gib mir. So, dann spielen wir natürlich das hier noch. Das habe ich mir die ganze Zeit gewünscht. Und wir spielen noch eine Kaserne. Und dafür nehmen wir. Oh, dann nehmen wir natürlich den Fuchsbau. Ist ja klar. Und jetzt werden wir noch mal ein paar Mauern ziehen. So. Ich glaube, das wird komplett nach hinten losgehen. Ich habe mein Deck einfach nicht gut genug durchdacht. Aber ist egal. Neue Runde. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Neue Runde. So, kleinen ätzenden Bulbus. Die sind immer gut. Dann die Armee. Ja, wir machen mal eine neue Kaserne. Fuchsbau. Da ist mein Fuchsbau. Genau. Und jetzt machen wir den Dreischwanzfuchs. So haben wir es doch gelernt. Und jetzt haben wir noch. Zack, das kostet gar nichts, oder was? So. So, mehr können wir nicht machen. Jetzt müssen wir warten und hoffen. Wir sehen. Bei mir muss auch was kommen. Da. Und meine kleinen Speerheinis. Oh, hier ist richtig was los. Ja, ich nehme mich gut. Ja, der hat sich ziemlich eingebaut. Und ich kriege auch richtig Ärger hier gerade. Oh Gott. Ja. Aber mein Laserturm ist auch richtig gut. Am Anfang geht's ja schnell, ne? Ich nehme zwar Damage, aber ist mir egal, ich überlebe. Und die anderen? Ah, haben auch Damage genommen. Naja, die haben alle Damage genommen. Siehste, da habe ich doch mit meinem. Bin ich auch gut durchgekommen. Hier noch schön so. Ne, warte, wir sollten den anders setzen. Wir sollten den so setzen. So ist, glaube ich, besser. Dann kann der mehr bei der. Wenn die an der Mauer sind. So, das ist gut. Was ist das jetzt hier? So, machen wir das noch. Dann machen wir noch so einen geilen Bulbus da rein. Ein Bulbus. Dann machen wir nochmal. Ah, ne, Fuchsbau.
Und bam. Und noch einen kleinen ätzenden Bulbus. Leider habe ich vergessen, Mauern zu bauen. Das war dumm. Deswegen sterbe ich jetzt. Oder? Oh oh. Möglicherweise. Ja, das wird nicht gut ausgehen. Schade, wir verabschieden uns. Nein! Oder? Oder? Nee, das wird nichts. Schade. Wie sieht es bei den anderen aus? Die haben es geschafft. Ah, ja, die haben es geschafft. Ja, gut, das war natürlich. Das Deck war jetzt natürlich Quatsch mit Soße, ne? Da seht ihr mal, was so ein Deck ausmachen kann. Du hast einen neuen Profil in der Runde freigeschaltet. Nee. Den behalte ich. So, wir gucken uns mal die Modi an. Also, es ist der Battle Royale Modus. Das ist der Horde Modus. In diesem Modus stellst du dich immer stärker werdenden Wellen an Gegnern entgegen. Das Spiel endet, sobald der erste Spieler das Tötungsziel erreicht hat. Egal, wie es um dein Hauptgebäude steht. Ah, okay, das finde ich auch ganz geil. Dann gibt es das benutzerdefinierte Spiel. So, pass mal auf, genau. Jetzt können wir nämlich Horde oder Battle Royale auswählen. Das heißt, man könnte vielleicht auch zu viert oder so Battle Royale spielen. Das weiß ich gar nicht genau. Stream Sniper? Ah, Stream Sniper stellt eine besondere Variante des Battle Royale Spielmodus dar, die es dir ermöglicht, gegen all deine Freunde gleichzeitig anzutreten. In einem Match von 1 gegen bis zu 29 andere Spieler kannst du die Action hosten oder ihr beitreten und deinen Freunden eine Lektion erteilen. Trete einem Stream-Sniper-Partie über das Spiel beitreten. Okay, das ist ja geil. Was? Wie jetzt? AFK? Ja, gib mir. Nehme ich. Warte, ich war da. Ich wollte nochmal weiter gucken, was es hier für Modi gibt noch. Das finde ich nice. Zuschauer-Spielfeld, Streamer-Spielfeld. Okay. Passwort, aber das ist ja. Ihr habt das ja alle nicht, oder? So, Passwort ist Nils. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir nehmen jetzt mal einfach Deck 1. Ihr habt das ja nicht, oder? Passwort ist Nils. Aber müssen wir dann befreundet sein oder seht ihr das Spiel? Ich guck nochmal. Ich glaube nicht, dass ihr. Ihr habt ja wahrscheinlich keine. Oh, da kommen ja doch ein paar Leute. Das ist ja lustig. Wir sind schon zu dritt. Okay. Wir sind schon zu dritt. Das ist gut. Vier! Wir sind zu viert. Jetzt bin ich aber gespannt. Wenn du es dir holst, holst du dir aber meinen Link auf jeden Fall. Let's go, let's go, let's go, Leute. Das wird ein Spaß. Spiel startet. Okay, jetzt mache ich euch sowas von fertig. Also, ihr habt keine Ahnung, wie gut ich bin in diesem Spiel. Natürlich, als erstes muss ich eine Kaserne haben. Und wir brauchen einen Fuchsbau. Und dann bauen wir einen schönen Bulbus. In den Engpässen hier einen kleinen Bulbus. Und noch hier, können wir noch mal, hier bauen wir auch nochmal einen Bulbus hin. Sehr gut. Und da müssen wir ein paar Mauern bauen jetzt. So. So, ja, da wo der am. Zack. Zack. Und
Zack. Erstmal ein paar Mauern bauen hier, dass ihr nicht so schnell zu mir nach Hause kommt. Zack. Ihr kleinen Stream-Sniper, ihr. Zack. Ey, ich bin noch nicht fertig. So, dann bauen wir jetzt mal schön nochmal das. Und im Fuchsbau. Ihr werdet sowas von fertig gemacht. Ich kann das natürlich erst in der nächsten Runde machen. Ein Fuchsbau, aber wir sehen uns dann. Das wird super werden. So, wie viel kommt jetzt von euch? Oder kommen ja schon richtig welche angepfeffert hier? Für wen haltet ihr euch? Wen haltet ihr euch? Dass ihr mich einfach angreifen wollt. So, wir nehmen nochmal ein Wirtschaftsgebäude und nehmen natürlich den uralten Wächter mit rein, ist doch klar. So, dann nehmen wir noch einen kleinen ätzenden Bulbus. Ihr habt ja nun wahrlich keine Ahnung. Ja, okay, das halte ich aber locker aus. Ihr macht mich nicht fertig, keine Sorge. Sieht's bei euch aus? Ihr spielt alle gegen mich, ne? Drei gegen mich. Machen wir gar keine Sorgen. Kommt der nächste, die nächste Horde. So, ab jetzt wird's richtig gut werden. Jetzt habe ich nämlich meinen Fuchsbau zur Verfügung. Pass auf, den kann ich jetzt ausspielen. Da habe ich jetzt ja investiert. Und ja, jetzt kann ich hier den Fuchsbau spielen und jetzt, Leute, werdet ihr euch wünschen, ihr werdet nicht gegen mich angetreten. Weil jetzt mache ich nämlich auf jeden Fall den Dreischwanzfuchs und hallo Leute, wird das richtig abgehen. Wir nehmen nochmal, was nehmen wir denn? Den Giftstachel und rein. Und der ätzende Bulbus wird euer Verhängnis sein. So. Ja, haben wir nicht. So, ihr müsst alle zum Bulbus kommen. Wir müssen eigentlich nur überleben. Wir müssen nur 30 Sekunden überleben. Alles andere ist egal. Oh, oh, oh. 10 Sekunden, das schaffe ich. Gar kein Problem. Was macht ihr hier? Alles klar, interessant. Du baust dich da auch so ein. Das muss ich natürlich für meine Taktik jetzt gleich, wenn ich euch meinen Dreischwanzfuchs schicke, in Erwägung ziehen, was ihr so macht. So, da ist da drei. Habt ihr gesehen? Da ist er schon. Der dreifache Fuchsschwanz. Und das haben wir hier. Das machen wir einfach. Hier machen wir alles voll Bulbus. Und ansonsten machen wir nämlich hier alles zu. Das Einzige, wo ihr langlaufen dürft, ist hier. Also, was? Jetzt schon wieder Kampfbeginn? Was ist denn da los? Gott. Fürchterlich. So, hier müssen wir auch nochmal eine Bahn ziehen. Und hier ist der Bulbus, ja? Kommt mal zum... Kommt zum Bulbuskampf. So, da wird der Bulbus wüten und das ist okay, so. Sonst kann ich nichts machen, ich muss nur überleben, aber das schaffe ich. Ihr kommt gar nicht durch. Ihr kommt nur durch den Bulbus Hain und da werdet ihr richtig auseinandergepflückt. Guck ich das mal an. Brauche meinen Zauber gar nicht einsetzen. Bulbusse regeln einfach. So, noch 8 Sekunden habe ich schon wieder eine Runde überlebt.
Was ist eigentlich das Ziel? Ist das Ziel, dass ihr mich besiegt oder dass ich euch besiege? Ich finde, dass ihr mich besiegt, ist das Ziel. So, nicht durchgekommen. So, ich mache einfach hier, mache ich so ein Bulbus-Paradies. Und so, wir müssen hier eine Kaserne bauen. Und da machen wir wieder den Fuchsbau. Genau, ich weiß nicht genau, ob das Ding bleibt. Das wäre gut zu wissen, ob das nur eine Runde hier bei mir ist. Guck mal, dass der dauerhaft bei mir wohnt. Event sehen. So. Blarkeks, vielen Dank. Die sind durchgebrochen. Aber da haben wir noch einige. So, hier ist zum Glück nicht so viel Action. Die nagen sich da durch. So, der macht hier ein bisschen Damage. Ich helfe ihm. Ich habe noch nicht so viele Offensivaktionen hier. Das ist nicht so gut. Aber wir überleben. Die brechen hier gleich durch, aber ist egal, wir überleben trotzdem. Noch 5 Sekunden, wir nehmen keinen Damage, ist gut. Wir haben schwer eine Runde überlebt. Ich bin zufrieden. So, oh guck mal, jetzt können wir nämlich den uralten Wächter bauen. Das ist eine Karte, die in der Form, die ist eigentlich unbesiegbar. Den können wir aber, wo packen wir den hin? Vielleicht irgendwo. Warte. Oder können wir den hier? Das ist schwierig, ne? Wenn die da durchbrechen, machen wir den mal dahin. So, jetzt, ich habe immer noch keine Angst, alles wird gut werden. Wir bauen mal den Hain noch. Und nehmen Ort der Heilung. Und wir bauen noch einen Fuchsbau. Jetzt muss ich natürlich auch mal langsam einen Fuchsbau bekommen. So. Scheiße, überlebe ich das hier? Oh, das wird schwierig jetzt. War ein bisschen optimistisch. Zu wenig Mauern gebaut. Glaube ich. Wie sieht es hier aus? Nicht so gut. Aber hier, der regelt auf jeden Fall. Die sind wieder durch, die nächste Mauer. Guck mal, der Uralte hier, da könnt ihr gar nichts gegen machen. Er ist einfach zu krass. Der macht einfach alle platt. So, die sind durchgebrochen, aber ihr kommt gar nicht mehr bis zum Haupthaus. Tschüss, verschwindet aus meinem Land. So, ja, jetzt können wir endlich mal in die Offensive gehen. Oder? Können wir den jetzt auch mal kriegen, bitte? Das gibt's auch gar nicht. Das ist einfach nur mies. Wo sind meine drei? Oh nein, die Zauber haben meinen Dings. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Das habe ich befürchtet, ist natürlich die. Wenn jetzt diese Blitzdinger kommen, das ist leider wahrscheinlich mein Ende. Ich befürchte, dass das früher oder später passiert. Die haben hier einen Zauber gewirkt auf meine drei Mauern und die werden jetzt hier durchbrechen und dann war's das. Schade. Aber ich habe auch einfach meinen. Wieso habe ich denn meine drei schwänzigen Füchse auch nicht bekommen? Diese habe ich nicht einmal bekommen.
So, was ist das? Hier. Wo sind die alle? Da, Dreischwanzfuchs. Na gut, so viel habe ich gar nicht. Ja, das ist leider mein Ende. Muss es neidlos anerkennen. Habt ihr gut gemacht? Ich habe zu wenig Offensivkraft entfaltet. Ärgerlich. Hä? Was? Ich hab's überlebt. Whoop. Okay. Tja. Was willst du jetzt machen, ne? Ich würde sagen, das habe ich gut gemacht. Dann hoffe ich mal, dass der hier weit genug weg ist. Ja, wahrscheinlich das wird das wieder nichts. Aber ich kann mal hier noch so einen bauen. Was wollt ihr denn jetzt machen? Ich sehe nicht, dass ihr eine Chance habt. Oh, ich habe 65. Ah, ich habe 65 Mark bekommen. Hammer. Okay, das heißt, wir können noch... Oh, hier müssen wir ein bisschen was machen. Sehe ich gerade. Das ist noch ein Schwachpunkt hier. Ja, hier, das ist auch immer noch nach wie vor schwierig. Wie lange haben wir noch? 22. Kommen wir nicht ganz durch, leider. Oh, oh. Noch 25 Sekunden. Allein, dass ich diese Runde noch erreicht habe, ist ja schon eine Sensation. Ich habe natürlich überhaupt gar keine Offensivpower, ne? Ich muss halt auch längst immer meine... Wo sind meine Dreischwanzfüchse? Ich verstehe es nicht. So. Ich lebe immer noch. Was ist los mit euch? Ich bin enttäuscht. Ihr zwingt mich... Ah, da ist der Dreischwanzfuchs! Endlich. So, Leute, was wollt ihr jetzt noch machen? Jetzt ist da der Dreischwanzfuchs. Hammer. Und einen Giftstachel haben wir noch, den wir hier entsenden können. So, dann müssen wir vermutlich wieder ein bisschen mehr in den Grenzschutz investieren. Hier. Okay. Die wühlen sich da durch, baggern sich da durch. So, wie viele Riegel brauchen wir denn noch? Die kommen da schon wieder durch, das ist natürlich total blöd. Ich habe gar nicht mehr so viele. Was, das flicken die erstmal kaputt? Ja, dann machen wir. Oh, 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 ja, keine Ahnung, ob ich da nochmal wieder rauskomme. Oh, was ist das? Wir haben wieder Zuwachs bekommen. Super. Okay. Oh, da. Probleme. Das nächste Mal. Wir kommen ja auf jeden Fall durch. So, die Lane. Das schaffen wir noch. Alter Schwede. Okay. Ja. Okay. Alter Schwede. So, okay. Aus irgendeinem Grund überlebe ich noch. Ich weiß nicht genau, warum ihr mich nicht platt macht.
Aber ich lebe noch. So, geil. Jetzt, pass auf, Leute. Jetzt kommt mal wieder ein Fuchsbau. Wir nehmen natürlich den Dreischwanzfuchs. Und jetzt kann es richtig gut. Ja, jetzt geht's richtig los. Wir nehmen noch einen Kristallbaum damit rein. So. Und. Was macht der hier eigentlich? Wirtschaftsgebäude. Nährendes Nest. Kriegen wir einen Mutterbaum für. Ja, komm. Wir müssen ja einfach nur überleben. Wir können noch einen Turm bauen. So, oh, wir machen noch einen Fuchsbau. Dreischwanzfuchs wird unsere größte Waffe. So, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Oh Gott, das sieht schon wieder fürchterlich aus. Ah, hier werdet ihr durchkommen, vermute ich. Der ist ein Zauber leider. Ja, hier habt ihr euch jetzt natürlich... Ja, okay, das war's. Oder kriegen wir es noch hin? Hahaha, ha, ha, ha. Ich habe noch ein bisschen was Geld erhalten vom Major. Vom Bürgermeister hier. Okay. Einfach nur ein paar Mauern. Oh Gott, das wird jetzt schwierig werden. Mist. Ich brauche mehr. Ich schaff's schon wieder, das ist ja völlig lächerlich. Leute, was ist los mit euch? Das gibt's ja gar nicht. So, wir können noch mal den uralten Wächter ausspielen. Und dann... So. Oh, let's go. Wo wollt ihr jetzt ja, durchbrechen? Dip, 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 dip. Oh, oh. Es wird auch nicht leichter, ne? Mit jeder Runde. Och, hier vom... Was ist mit dem Herrn Majoran? Kannst du mir mal... Oh, mehr Struktur. Die beißen sich hier leider gerade durch. Oh, Alter, was? 450 Scharfrichter beschworen. No. Hier kommt ihr leider durch. Das habt ihr mir kaputt gefressen. Ja, das war's. Ich muss leider eingestehen, diese Runde werde ich nicht überleben. Und ich kann hier auch nichts jetzt rüberschicken, ne? Weil meine Dreischwanz-Freunde nicht kommen. Oh, Mist. Hier brechen sie durch. Die Front, die fällt auch. Die, oh Gott, alle stürmen sie auf mich zu. Aber ich habe noch eine letzte Verteidigungslinie. Das ist ja völlig lächerlich. Wie soll ich das denn jetzt überleben? Die Zeit ist mein einziger Freund. So, die kommen hier durch. Was war das denn? Oh oh, die Linie hält, die letzte Linie hält. Nice. Und wieder eine Runde überlebt. Also eigentlich, ich kann nur noch von Runde zu Runde denken. So, jetzt mache ich mal wieder einen Fuchsbau. Mal gucken, ob diesmal vielleicht mal ein Dreischwanzfuchs kommt. Waldgeister. Noch ein Fuchsbau. Oh, wir können auch mal so einen ätzenden Bulbus. Einen kleinen ätzenden Bulbus. So, jetzt können wir auch die Mauer nicht mehr wirklich verstärken. Also, ich befürchte, so langsam, aber sicher
gehen uns hier die Optionen aus. Die sind auch schon... Oh Mann, Leute. Der macht mir das hier kaputt. Das ist richtig gemein. Oh, Hilfe. Wo sind meine... Es gibt's doch nicht. Wo sind die denn hier? Ich habe die ganzen Fuchsbauten, aber ich habe... Wo sind meine... Da, vier... Die müssen ja auch mal kommen. Sonst kann ich ja nicht in die Offensive. So, ich glaube, das war's jetzt. Das kann man nicht hier aufhalten. Wie soll ein Mann so viel Bösartigkeit entgegenstehen? Das ist... Pff. Oh, warte, wir haben wieder was Schönes bekommen. Einen zweiten Ring. Kostspielig, aber lohnenswert. Sollte er es vielleicht etwa nochmal schaffen, eine weitere Runde zu überstehen? Das ist ja unfassbar. Ich bin unbesiegbar. Das ist wirklich mein Gefühl. So. Okay, Leute. Jetzt kommt der Dreischwanzfuchs. So, wir müssen ein bisschen mehr Mana machen. Zerstöre eine Karte, kriegt zwei Mana, sehe ich das richtig? So, jetzt machen wir. Oh, wir haben noch einen uralten Wächter dazu bekommen. Waldwächter. Oh, da ist mal wieder ein Fuchsbau. Ich brauche eh mehr Mana. Was ist denn, was, womit kriege ich denn Mana? Was gibt mir Mana? Beim Überleben. Lebendiger Hain gibt mir Mana. Mehr Mana. Oh, das ist auch geil. Mana-Geflecht. Geben Sie mir sofort Mana. Ich kann meine Dinger nicht ausspielen ohne Mana. Oh, ich glaube, das war's, oder? Machen hier meine Sachen kaputt. Richtig gemein. Ja, wie soll ich denn da jetzt noch durchhalten, so viele Sekunden? Das war's. Das war's, das war's. Ich gratuliere euch. Ihr habt das gut gemacht. 10 Sekunden. Das war zu erwarten. Wieso war denn gegen 30 Leute? Gut, man muss einfach sich ein bisschen besser auskennen. Mir fehlt ein bisschen... Oh, guck mal hier, ein schöner Raketenwurm. Wunderschön. Okay. Leute. Wir machen an der Stelle eine Pause. Das ist Warcana von unseren Freunden von Team 17 oder Team 17, je nachdem, welche Sprache man es ausspricht. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Also, als ich vor dem Stream die Kampagne mal angefangen hatte zu spielen, habe ich schon einen kleinen Eindruck bekommen. Aber das Herzstück des Spiels ist ja wirklich der Online-Modus. Egal welchen Modus, also Battle Royale ist einfach Hammer. Aber auch die Möglichkeiten, sich da individuelle Spiele zu machen, das ist schon cool. Ja, ich muss besser werden. Also der Schlüssel ist klar, erstmal alles zu checken. Wie sind die Synergien mit den Karten? Was gibt einem Mana? Was gibt einem diese Bausubstanz? Und welche Karten sollte man am besten nehmen? Irgendwann muss man sich ein individuelles Deck machen, vermutlich um wirklich das Letzte rauszukitzeln. Und da muss man seinen Gegner gut kennen und gucken, was hat der,
Wie baut der? Welche Einheiten kann ich dagegen setzen? Also sehr, sehr strategisch. Aber das setzt natürlich wirklich ein bisschen voraus, dass man wirklich auch spielt. Und, oh, da ist Janis von den Devs. Ja, vielen lieben Dank fürs Programmieren. Janis bedankt sich fürs Spielen. Also ich finde, da ist wirklich eine Menge Potenzial drin. Und ich habe eigentlich richtig Lust, so mich da reinzufuchsen und der Beste zu werden. Ich mag den Grafikstil auch gerne. Und natürlich diese unfassbaren Massen an Gegnern, das ist schon cool. Also, schöner Titel. Und ich habe auch in der, also, es gibt ja oftmals so Spiele aus einem Genre, wo es dann auch super viele Spiele genau dieser Machart gibt. Und das jetzt in der Form mit all den Parametern, die ich gerade aufgezählt habe, habe ich jetzt noch ehrlich gesagt noch nicht so oft gesehen. Von daher ist das schon absolut eine Empfehlung. Checkt es gerne mal auf Steam aus. Ihr habt die Möglichkeit, das entweder über Ausrufezeichen Warcana jetzt im Chat einmal direkt anzusteuern oder ihr geht über meine Twitch-Seite, klickt da auf die Kachel. Vielen Dank fürs Zusehen. Genau, Zauber gibt es auch noch. Finde Richtung Ende muss man nur noch Zauber haben, damit man durchgeht. Ja, Zauber braucht man auch wahrscheinlich. Und dafür braucht man Mana. Und dafür muss man Gebäude haben, die einem viele Mana geben. Also es ist wirklich sehr, sehr strategisch. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.